hallo lieber Zuschauer. Bevor das Video losgeht, man sieht, diesen Clip habe ich etwas später aufgenommen. Also wir sind hier kurz vor den Azoren und das Video ist lang. Ich hoffe mal, es ist etwas interessant, aber beschreibt halt das Segeln, wie ich es betreibe. Und die Überfahrt, die sehr lange gedauert hat, muss ich sagen. Wir hatten ziemlich viel Gegenwind und ziemlich, also zwei Stürme, viel Flaute. Und ich habe mal unten das tageweise in Kapiteln gemacht. Ich hatte mir überlegt, das Video zu trennen in mehrere Teile, aber ja, so kann man sich dann halt, wenn man das Stück für Stück angucken will, merken, an dem und dem Tag habe ich oft gehört, weil ich einfach nur eingeschlafen bin, weil es so langweilig war oder so. Jo. Genau. Dann viel Spaß beim Zuschauen, ne? Ich freue mich schon auf die Kommentare. So, Max. Nach Ewigkeiten des Aufräumens. Ungefähr 5 Tage. Das ist viel, ne? Was man alles machen muss. Das erste Mal nach 1,5 Jahren das Dingi leer machen und da verstauen. Also, puh. Ja, haben wir natürlich heute nicht mit 9:30 geschafft. 10:30. Ne, 10:30. Ne, 10:30. 10:30 Uhr. Das war einfach nicht möglich. Ja, ausgeklärt, Hammer. Hab ich. Ne, Hammer. hat sie mir nochmal 137 US-Dollar abgeknöpft. Für Brücke, Cruising Permit und Gedöns. Und jetzt fahren wir nochmal Wasser tanken und dann ist 16 Uhr. Also, das sind noch 2,5 Stunden, super. Wasser tanken und dann geht's los. Auf den kurzen Tagestrip. Ne? Genau. Mit den Pocken, das ist irre, ne? Das ist irre. Die festgesetzt in welchen Ecken und überall. Also das Ding war auch voller Pocken. Ich war überhaupt überrascht, dass es überhaupt noch ins Gleiten kommt. Und gestern habe ich natürlich nochmal die Selene von unten rangenommen. also geputzt. Und ja, geht's los, da bin ich mal gespannt. Man muss so eine Art Videotagebuch machen. Bist du dabei? Oder ja, willst du dabei nicht so einfach so. Oh, schon wieder so eine Scheißwelle und das ist ein arschkalter Wind und nur beschweren eigentlich. So immer nur geradeaus, wie öde das so, ist. So wie man das als typisch Deutscher macht, immer beschweren über alles. Egal wie schön es ist, aber es gibt immer irgendwie noch eine Fuge, wo Dreck klemmt oder so. Ja, und es quietscht und es quietscht. Es wackelt und oh nee. Ja. Gut. So, um 4 geht's los. Max, wir haben alles geschafft. Ja, wir müssen los. In einer halben Stunde, etwa knappe halbe Stunde. Oh, guck mal hier, was ist. Oh, das ist aber ein schönes Boot. Wollen wir tauschen? Nee, ach, das ist auch sperrig. So, ich habe meinen Herbert angeschmissen. Herbert 1, Herbert 2. Alte Blut. Und ihr Sachsenfälle. Nagelneu. Mit einem Dreckdreck drin. Ja, ein Z-Dreck. Ein Z-Dreck. In die Sonne. Wir fahren jetzt nach Westen. Panama-Kanal hoch. Panama-Kanal. So, nur noch, keine Ahnung, 2400 Meilen oder so, 2500. Aber diese Selene fährt schön mit 6 bis 7 Knoten, nicht schlecht. Segel machst du das? Und dann? Eine Affenhitze! Ja, da geht's in den ersten Abend eigentlich, ne? Also, na gut, wie spät wird es sein? Um 5? Halb 6? Ich freue mich auch schon drauf, wenn die Tage wieder länger werden. Nehmen wir 12 Stunden hell, 12 Stunden dunkel, das geht mir echt auf den Zeiger mittlerweile. Musst du immer so früh aufstehen? Ja, muss ich immer so früh aufstehen.
So, damit wäre das Thema Karibik beendet. Nach einem Jahr und 4 Monaten für mich. Verrückt, oder? Also ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde zu reflektieren, da würde wahrscheinlich der Akku leer sein und die Speicherkarte voll. Aber dafür gibt es ja die anderen Beiträge, wo ich die Kamera dumm voll laber. Ne? Da machst du dann da nicht nur. Ich werde jetzt ab jetzt tatkräftig mithelfen, weil voll labern. Zusammen sind wir produktiver. Ja, nächstes Thema Kernenergie, ne? Tschüss. Schon lustig, da fährt man hier, ne? Und einer aus Norwegen hat dieselbe Idee wie wir. Der ist vielleicht 100 Meter entfernt. Es ist so schön. Ja, warte mal, wann bist du ins Bett, Max? Um 9 vielleicht? Um 9, ja genau. Und ich habe den Max dann irgendwie kurz vor um 5 geweckt, weil ich dann etwas müde war. Und dann habe ich mir vorgenommen, bis um 9 zu schlafen. Es wurde kurz vor 9. Genau. Und dann habe ich erstmal Wetter geladen, muss erstmal rausfinden, wie das wieder ging. Mit dem Iridium-Telefon. Und ja, jetzt schippern wir dahin und Blogbeitrag schreiben, vielleicht mal angeln wäre nicht schlecht, oder? Ja, wir haben halt sehr viel Seegras im Ozean und der Herbert hat auch schon einiges davon aufgesammelt. Wir hoffen, dass das mit dem Angeln dann doch noch produktiv wird und wir nicht nur Haken abreißen. Ach ja, stimmt, wir haben den Sherpin vom Windpiloten abgerissen, das Ruder, das müssen wir irgendwann mal reparieren. Aber solange es noch steuert, dann lassen wir das so. Weil hier schwimmen irgendwie tonnenweise von diesem braunen Seegras rum. Wir sind jetzt unterwegs seit 24 minus 5 Stunden, also 19 Stunden. Und 118 Meilen. Das ist ja gar nicht mehr schlecht. Und die Locke geht auch wieder. Na gut, das hört man jetzt. Hört man das hin? Also, wird spiegeln wie verrückt. Da war halt trotzdem noch ein Grasbatzen drin und der Akku, der hängt bei 14,5 Volt, weil die ganze Nacht so ein Wind war. Mit Regen und allem drum und dran. Ja, und es geht halt immer weiter Nord, Nord, Nord. Mal schauen, was dann noch so kommt, ne? Naja, erstmal eine ganze Weile kein Land. Echolot ist schon aus, 8 Kilometer tief. Piep, 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 piep. Und ja, letzte Nacht hat uns halt dieser eine Segler überholt, aber ist ein Norweger, die können halt segeln. Da ist so ein 100 Meter Abstand an uns langsam vorbei. Ja, 14 Meter, ja. Da komme ich nicht hinterher. Gut. Und sonst? Aufregende Nacht. Aufregende Nacht. Viel Lärm. Wie ist es mit Sonnenbrand zu schlafen? Ja, also, Autschen. Ja, das Dingy putzen hat länger gedauert als gedacht. Ja, Dingy putzen hat 2 Stunden. Ich habe ja leichten Ton. Tint-Ton. Hautfarbe. Und ich dachte mir so, der Max, das wird er merken morgen. Und der merkt's. Wer den Schaden hat, ne? Ja, ja, der sitzt dann morgens mit Fließpulli bei 29 Grad Wassertemperatur entdeckt. Ja. Aber es ist schönes Segeln jetzt gerade. Macht echt Spaß. Auf jeden Fall. Da ist nichts mit entspannt Segeln. Immer arbeiten, 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 ne? Malore, malore. Ich habe schon über 6000 Zeichen geschrieben, das ist noch gerade mal ein Tag. Guck mal, Max ist kalt, ne? Der hat sein Niki schon angezogen. Weitermachen, ne? Das sind diese Seegras-Teppiche, die den Max so faszinieren. Und wir haben einen Schiffskontakt. Aber der ist noch 10 Meilen entfernt. Fahren wir bestimmt genau durch diese Scheiße, hätte ich fast gesagt.
Heiligabend gibt es Salat. Ganz frisch. Ja. Ich glaube, da ist dann der Scherschiff von der Windstrahlanlage ab. Ja. Hast du zwei. Oder wir bleiben stehen einfach nur. Gut. Instant Fouling. Ich finde das jetzt 2 Wochen lang. So. Finde ich in Ordnung. Wir haben sogar einen Schiffskontakt gehabt. Moment. Da. Wie ist das? Aus St. Vincent und den Grenadinen. Ein Passagierschiff brauchen wir, weil er kommt. So, bis nach Bermuda wären es noch 708 Meilen. Aber der Max biegt schon vorher ab, wie man sieht, ne? Und hier sieht man die Windvorhersage. Und wir wollen hier hin. Und sind jetzt hier. Also man sieht selbst auf der Karte schon ein leichtes Vorankommen, ne? Ja. Also minimal. Ja, halt erstmal immer Nord, 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 ne? Und dann sollte der Wind irgendwann mal auf West drehen. Mal schauen. Die Zukunft wird das zeigen. Wetter. Ne, damit neigt sich der Tag. Zwei. Sommertag. Zweite Nacht. Die zweite Nacht kommt. Wir müssen uns noch einigen, was Tag 1 und Tag 2 ist. Ja, ne, Mende. Sind wir bald da, ne? Gleich. Und das duftet hier, also aus dem Fenster raus hier. Mam. Moment. Und so, mal überlegen, wie ich das jetzt mache. Ja, für die perfekte Bräune, da muss man sich schon ein bisschen bemühen. Uiuiui. Kleines Brötchen fürs Frühstück. Und Martin, bist du glücklich mit deinem Ergebnis? Ich bin sehr zufrieden. Moment. Schön anbleiben, ne? Gut. Ja, ich habe mich im Mehl total vertan. In der Packung sind ja 500 Gramm drin und ich wollte 250 Gramm Roggen und 250 Gramm Weizenmehl nehmen. Vollkornweizenmehl. Und füllt die halbe Packung da rein und denkt mir, das ist aber viel jetzt. Ja, und deswegen ist es so eine Art Kompaniebrot geworden. Ne? Aber wir haben großen Hunger. Das wird schon alle. So, jetzt ist Max sein Task dran, ne? Mit Chicken. Hühnchenkeulen und Reis und Gemüse. Ja, und wir wollen ja die Restwärme nutzen, weil wir ganz ökologisch sind. Unser CO2-Fußabdruck soll möglichst gering bleiben. Muss selber lachen. Nein, passt schon. Gut, ja. Das war's. Tschüss. So, guten Morgen. Es ist Tag 3. 6.15 Uhr. Ich habe gestern bis um 4 geschlafen, ja. Aber es war noch zu dunkel zum Film. Schön, keine Ahnung, von 22 Uhr bis um 4. War super. Wir haben gestern Abend noch ganz viel Gemüse machen müssen, weil irgendwie unsere Früchte sind praktisch nach einem Tag. Haben die alle angesetzt zu faulen. Da haben wir gestern dann noch mit Chlor und allem Möglichen da gestanden und haben das alles desinfiziert. Und natürlich
das Schlimmste, sag ich mal so, schon mal irgendwie gekocht und gebraten. Gibt es demnächst ganz viel davon. Naja. Unser Edmar gestern war auch gar nicht schlecht, ich glaube 137 Meilen. Der Max hat dann noch heute früh um 4 Uhr im schönen Squall erwischt. Er hat mich aus dem Bett geholt. Ja, ansonsten Wind immer noch stabil aus Ost. Also wir fahren eigentlich mit Halbwind immer noch gerade nach Norden hoch. Und es sind noch, ja, das sind noch 2300 Meilen etwa. Kommt drauf an, wie groß der Bogen halt ist, den wir da fahren müssen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen wach werden und dann irgendwann einen Kaffee kochen. Aber erstmal noch ein bisschen entspannen. Es sind auf jeden Fall überall tierische Quellwolken. Also da könnte noch was kommen. Ach ja, das wollte ich auch noch zeigen. Das Riesenbrot. Da hatte ich mich mit Mehl vertan. Also statt 2x 250 Gramm habe ich 2x ein Kilo genommen. Ups. Ja, und so nebenbei. Blockbeit drauf, ne? Aber habe ich auch schon geholt. Sieht alles sehr gut aus. Jetzt geht's ja richtig ab. Zwei Kontakte. Ein Schwede. Und das hier unten ist ein Frachtschiff. 300 Meter lang. Sieht man nicht, aber da hinten ist unser Gegner, unser Schwede. Ja, sieht man. Muss ich mal ein bisschen nachziehen. Das machen wir jetzt mal. Splinter, muss man euch schon holen. So. Neue Splinter. Alles dabei, ne? Cool. Ich glaube, die sind das hier. Ja. Okay. Mach mal aus und bau die mal an. Ist er. Sollte ja relativ uninteressant sein. Aber das ist das, was ich meinte, mit, dass ich das Rig nicht so fest angezogen habe. Das setzt sich ja eher alles noch ein bisschen. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass die Unterwand hat angefangen zu schlackern. Und dann geht man halt hin und fühlt mal und sagt, okay, das Oberband ist auch schon locker als das andere, luftseitig natürlich, logischerweise. Irgendwohin muss ja die Last. Aber die Last sollte halt leicht verteilt sein, dass der Mast sozusagen nicht sich in der Mitte biegt. Und jetzt habe ich das eine Umdrehung auf jeder Seite angezogen. Und jetzt sieht es gut aus. Und jetzt mache ich neue Splinter rein. Ja, die halten ein, zwei Mal aus. Aber das ist halt die Sicherung, falls es doch etwas lose bekommt, dass ich die Schraube nicht langsam losdrehen kann.
Ja, also ist schon wichtig irgendwie, oder? Bis später. Ja, jetzt haben wir einen. So, guten Mittag. Tag 4 der wilden Fahrt, ne? Verrückt. Ja, vierte Nacht. Das könnte ein 138,17 hatten wir letztens mal. Jetzt ist es ja schon um 12 am 9.5. haben wir jetzt. Und da haben wir auch schon 80 wieder geschafft. Wir haben gemerkt, das Gemüse ist uns nicht so gut bekommen. Aber wir haben es überlebt, oder Max? Ja. Ja, das passt schon. Die Nacht war eigentlich ereignisarm, bis auf ein Squall, der mich so aus meinem Rumgedöse geweckt hat. Und ich gucke so an den Himmel und sehe keinen einzigen Stern und irgendwie 23 Knoten Wind und ja, das Vorsäge war noch ausgerefft. Das hat schon ganz schön gezerrt, aber dann war es eigentlich, ja, wir sind halt dahin geschippert. Wir haben den Schweden im Kielwasser verdampfen lassen einfach nur. Ich habe das Gefühl, der hat nachts die Segel verkleinert. Der ist dann ziemlich langsam geworden. Der ist bloß noch 4 Knoten oder so gefahren. Vielleicht ist ein Einhandsegler, der einfach ein bisschen Ruhe ins Boot bekommen will. Machen ja viele. Füllen wir kurz mal rum. Man kriegt ja am Anfang, wenn man die Reise anbricht oder aufbrechen möchte, immer die Fragen, ist das nicht total gefährlich und was machst du da? Man sieht ja, was für epische Bedingungen gerade sind. Mit 9 Knoten Wind. Eigentlich bis jetzt eine echt entspannte Fahrt, also kann ich nicht meckern. Wir werden dann wahrscheinlich mal anfangen zu angeln. Immer in der Hoffnung, dass man nichts fängt, weil das ist ja dann ganz schön blutig und mit Schlachten und so, ne, verbunden. Aber erst mal, wenn wir das ganze Gemüse ein bisschen aufbrauchen, alles was halt schlecht wird. Jo. Also man muss echt das mal sehen, wie viel gefährlich das draußen ist. Und die Leute mal sagen, das ist so Ozean, das ist ja alles tief und das ist echt irre gefährlich. Na, meine Karte ist ja so ungenau, dass sie gar keine Tiefe mehr anzeigt, habe ich gesagt. Wassertemperatur 27 Grad. Also arschkalt. Wir kommen bald aus dem gefährlichen Region raus. Man sagt ja ab 26 Grad Hurrikangefahr. Oh, es ist schon wieder 28 Grad. Kaum habe ich gesagt, schon ist das Wasser gleich wieder wärmer geworden. Gefährlich. Sollten umkehren. Ja. Ja, und das bitterorange Ding, das macht jetzt auf einmal auch noch 4 neue Früchte. Oder 5 sind es, glaube ich. Irgendwo ist noch eine. Keine Ahnung, wie ist das, ja, warum? Weil es kann wahrscheinlich, ja. Dann machen wir jetzt erstmal 11:30 Frühstück, ne? Alles. Bis später. Scheiße, jetzt haben wir uns was eingefangen. Petri! Ich würde sagen, Treasures of the Ocean. Treasures of the Ocean? Ja, ja. Das ist ein sehr großer Sender. Treasure. Aber die sind auch teuer vor allen Dingen. Steht drauf. Parker. Parker and Crew. Und dann noch in der übelsten Nummer. Das ist wahrscheinlich die Wirbelzahl. Ich denke auch, wir sollten spielen. Ich hole mal was zu Schneidwerkzeug, oder? Ja, hol mal mein rotes Messer, wenn du das findest. Also ergonomische Sitzflächen gibt es auch an Bord. Okay. Wir lassen die scheiß Luft aus dem scheiß Center, ne? Ja, US-Luft. US-Luft. Und wir versuchen es wieder mal mit Angeln. Hoffentlich beißt nicht an. 4 Knoten mit 6 Knoten Wind, nicht schlecht. Ist langsam bei der Luft raus, oder? Bei mir ist langsam echt Luft raus. Vierter Tag Luft raus. So, damit geht der Tag dem Ende entgegen. Es regnet gerade. Große dunkle Wolke hier oben. Aber diesmal war ich schlauer. Diesmal habe ich vorher gerefft. Und vorhin schön Salzwasserdusche gemacht. Auch super. Es ist nicht mehr so, ich sag nie, sauberer. Überall.
Ich habe von Max übernommen, das war um 2, konnte ich nicht mehr schlafen. Das letzte Ebmal waren 111 Meilen. Also haben wir jetzt knapp über 500 Meilen geschafft. Wind immer so zwischen, ich sag mal, 8 und 14 Knoten, meist aus Ost bzw. Nordost. Und wird wahrscheinlich noch weiter abnehmen. Müssen wir dann durch, bevor wir halt in die Westwindzone kommen. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ja, ich glaube, ich werde erstmal eine Scheibe Brot essen, irgendwas zum Frühstück, hab Hunger. Und dann mal irgend sowas wie Quarkschnecken oder sowas. Ach nee, Puddingschnecken. Mal überlegen. Man fährt halt immer in dieselbe Richtung. Seit 5 Tagen. Etwas zu angeln haben wir auch noch nie geschafft. Aber das liegt ja am ganzen Seegras. Also, hängt schon wieder voll Seegras, das Ding. Das ist natürlich möglich.
war aber aufregend jetzt. So, Bohnensalat. Max, da freuen wir uns schon alle drauf, oder? Ja, das wird irre. Mal an. Naschst du schon wieder? So, damit geht der 10. Mai haben wir heute richtig langsam dem Ende entgegen. Mit ein paar Knoten Wind und 4 Knoten Fahrt. Auf dem epischen Atlantik. Jo, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, oder Max? Naja, wir tun unser Bestes, wir trotzen den Gefahren dieser epischen Einöde. Indem du Mürn schneidest. Ja, indem wir einfach versuchen, alles zu verbrauchen, was an Bord ist. Okay. Na gut, dann bis später. Ja, wir haben hier sowas wie eine Möwe gefunden. Oder die hat uns gefunden. Komm, gleich näher kommt. Moment. Die Möwe haben wir überfahren. Prost. Prost. Ist nur Wasser. Zitronenwasser. Naja, stay hydrated. Ich sehe. Guck mal, was ich gerade ein Badisch bekomme. Ja, du bist halt auch ein alter Mann. Ja, ach, toll. Danke. Danke fürs Kompliment, du Arschloch. Das lässt dich weise aussehen. Ja, 11.05. Dahin geömmelt. Ist eigentlich immer noch die ganze Zeit Ostwind. Letztes Mal waren 101 Meile. Was eigentlich gar nicht schlecht ist dafür, dass immer bloß so 4-8 Knoten Wind sind. Muss man nach dem Wetter gucken, wie weit das noch ist, bevor das auf West dreht, der Wind. Aber solange das Boot halt irgendwie fährt, ist es halt schön. Ne? Letzte Nacht haben wir das so gemacht, bin ich zuerst ins Bett. Max hat mich um 2 geweckt. Und jetzt werde ich mal einen Kaffee machen. Das werde ich definitiv machen. Und der Überlauf an meinem Fäkalentank ist verstopft. Da muss ich mal den Pümpel rausholen. Ich habe bloß gewundert heute früh, dass es so schwer zu pumpen ging. Aber ich glaube, das brauche ich nicht filmen. Einfach ansetzen, mal durchdrücken. Wird schon passen. So, Max, guten Morgen. Huhu, Juri. Was machen wir denn heute früh? Fäkalentank und Fäkalien. Nee, Essen machen, ne? Wir machen alles Mögliche. Also, wir sind sehr geschäftig zu so früh am Morgenstund. Und das vor dem Kaffee sogar noch. Es ist eigentlich, man muss überlegen, es sieht ja aus, als wäre es hier schon um 11. Aber es ist eigentlich 7.40 Uhr. Stimmt. Ja. Und da sind wir beide schon auf und wir haben eigentlich keine geregelten Erwerbstätigkeit, die wir hier nachgehen könnten. Also machen wir irgendwas anderes Wichtiges. Ausreffen zum Beispiel. Ich habe geschafft, endlich auszureffen nach 5 Tagen. Wollen wir hoffen, dass das Großsegel oben nicht von der Rolle wieder rutscht, ne? Wie es damals in Kariakou passiert ist. Jo. 4 Knoten Wind, 2,5 Knoten Fahrt.
Angriff, dass die beiden Wind schießen. Das ist doch cool. Was ist denn das da hinten? Ah, bestimmt das Einbildung. Wenn man den ganzen Tag aufs Wasser starrt, sieht man dann irgendwann mal Dinge. Ja. Ja gut, so geht der Tag zu Ende, ne? Jetzt noch schön Bohnensalat essen und einen Sandaner. Ich habe mich hier extra in den Schatten gestellt. Mal gucken, dass ich mich selber sehe. Ja. Ja, wir hatten jetzt bestimmt 2 Stunden lang komplette Flaute. Also fast komplett, so ein Knoten Wind. Aber es klappert denn hier so. Aber wie gesagt, die Selene fährt auch mit 4 Knoten Wind über 2 Knoten. Da kann man nicht meckern. Ist halt ziemlich gut gebautes Boot. Und es setzt einen Schwell aus Süd ein, also einen Schwell in die Richtung sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ist wahrscheinlich auf der Kamera schwer zu sehen. Aber ihr müsst es mir einfach glauben. Jo, da wird unsere Etmal wahrscheinlich heute unter 100 Meilen liegen. Aber hier kommt jetzt, ich habe von nochmal Wetterbericht abgerufen, hier kommt jetzt so ein Schwachwindfeld und dann soll der Wind auf West drehen. Und ja, mal schauen. Guten Morgen, es ist 12:30 und ich will das mal zeigen. Also wir sind hier losgefahren, sind Marken. Und jetzt sind wir halt hier hoch und hoch und hoch und hoch. Und warum haben wir das gemacht? Weil, also wir sind jetzt hier und hier drüben ist halt ein Hochdruckgebiet. Und wir versuchen halt hier an dem Rand von dem Hochdruckgebiet, ach, Entschuldigung, so hier den Bogen rumzufahren, um halt in diese Westwindzone zu kommen und dann hier rüber zu den Azoren weiter zu fahren. Also es scheint alles ganz gut auszusehen. Genau. Hier wird es morgen nochmal ganz schön schwachwindig, also das sind etwa 100 Meilen, die wo wir hoffen wollen, dass nicht zu wenig Wind ist, ansonsten sieht das hier noch spinniger aus. Cool. So kleine Delfine habe ich noch nie gesehen. Ja. Ja. Cool. Ach ja, guten Morgen. Es ist 9:15, ne? Mach du mal die Ansprache. Ich? Für den neuen Tag. Naja, es ist eigentlich schon 9:30, wollte der Martin sagen. Und wir werden gerade hier begeistert von ganz vielen kleinen Delfinen. Ringsrum so tot. Jetzt aber guck mal da, hast du es gesehen? Oh ja. Das sind doch keine Delfine, das sind die Fische, die vor den Delfinen flüchten. Oder? Sind das die Delfine? Sind das nicht große Tunas oder Goldmakrelen? Das hab ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Da sind noch mehr Delfine. Die sind doch kleiner als Delfine, oder? Als würden die aus dem Wasser schwimmen, um den Delfin zu entkommen. Da ist wieder so eine Gruppe. Kriegst du das Vorsegel reingerollt allein oder soll ich dir das machen?
gespannt. Hallo, das ist mein Videoprotokoll. So ist mein Zustand vor der Chemotherapie. Lecker, Suppe. Mit Kochsalzersatz steht ja, drauf. Ohne Mist. Ohne Mist. Mit was soll man Kochsalz ersetzen? Kochsalzersatz drauf. Also Natriumchlorid muss schon ersetzt werden mit irgendeiner anderen Brühe oder irgendeiner und dann bemerken wir die Lügenpresse. Hier steht ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Und hinten drauf haben wir ganz schön Hefeextrakt. Natürlich. Ich muss hier kurz segeln, sonst wird der Mann. Ja, so muss das Spiel aussehen. Genau. Missachtet. Nicht, dass man mal komplett sieht auf der Seite halt, ne? Ja. Jetzt gleich geht's wieder. Ja, man hat es ja wahrscheinlich vorhin schon im GoPro-Video gesehen, wie wir geschimpft haben. Ne, wie gesagt, nach anderthalb Jahren das Ding wieder setzen. Oder fast zwei Jahren. Muss man erstmal ganz schön überlegen, aber es sieht halt, schön mit 4 bis 5 Knoten. Und der Wind ist halt so flau, dass man leider aus der Hand steuern muss oder vielleicht zum Glück, ich weiß nicht. Und ich habe mich mal um den ganzen Müll gekümmert. Das haben wir hier noch einmal Plastik und einmal Rest. So, Plastik kommt ja noch dazu. Kunststoff. Plastik. Ja, ist halt, der Wind nimmt halt, was haben wir hier an Wind? Zwischen 4 und irgendwie 10 Knoten. Geht es immer auf und ab. Und deswegen, fällt halt manchmal ein bisschen ein, aber das ist hier Spacko, heißt das Essen, ne? Hat man. Spinner. Super. Selene, super Skipper. Ja. Speck. Speck. Wir mögen Speck. Jetzt versteckt er sich aber, jetzt ist der Wind komplett weg. Ist müde. Ja, kein Wind. Kein Windgenerator, aber Stromgenerator. Ja, und mit 4 Knoten Wind steuert der Herbert. Cool, ne? Ich hätte mir den Windgenerator auch sparen können, oder? Stromgenerator macht ja alles. So, guten Morgen. Es ist um 3. Wir haben jetzt bei 20 Knoten, ne? Haben wir ein Spiel mal reingeholt. Ging erstaunlich gut, muss ich sagen.
Und zum Schluss, wie viel haben wir gemacht? Über 7 Knoten, ne? Ja. Das da, ich lieg vorne in der Bugkabine und penne so schön, oder versuch's jedenfalls, und halt so die Hand an die Bordwand und merk, wie die anfängt zu vibrieren. Und das ist eigentlich so ein Indiz, dass so ein Schiff langsam an seine Leistungsgrenze gerät. Und war wirklich so ein Zufall, in dem Moment, wo ich vorgehe, natürlich angeleint und mit Rettungsweste, also nicht du, fiel da auch an sich irgendwie zusammen, weil er irgendwie einen Wirbel gekriegt hat, und da war er ziemlich schnell eingepackt, und dann ist es halt ein elendes Aufgeräumen mit den ganzen Leinen, dass man halt das Vorsäger setzen kann. Ja, und die Chance hat natürlich der Max ergriffen, um gleich ins Bett zu gehen. Jetzt sitze ich hier und dachte mir, ja, jetzt muss ich hier die Höllennacht ausreiten. Unten sehe ich, unten, am Fluss gehört du Arsch. Na gut, dann bis morgen, tschüss. So, um 5 ist ein Aufgang. Ja, und wie man sieht, der Sonnenaufgang ist am Bug vom Boot, also wir fahren Richtung Osten. Cool, ne? Letzten Tage war der immer so, ja, hinter uns, also quer ab. Und da haben wir geguckt, also nach Amerika wären es 900 Meilen. Also eigentlich die kürzeste Strecke ist, wäre zurückzufahren oder zum Bermuda, um an Land zu kommen. Also wir sind ja wirklich mitten im Nirgendwo. Kein Boot, keine Schiffskontakte. Ja, aber was soll schon passieren, ne? Aber ich habe mal geguckt, das sind noch 1700 Meilen, glaube ich. Haben wir also schon ein ganz gutes Stück geschafft. Und ich muss die Puddingschnecken noch zeigen. Oh ja, bevor der Max die alle auffisst. Bis später. Nazi-Bälle. Packe Sahne aus, das ist wichtig. Wie war denn die Nacht, Max? Die Welle. Ja. Die Welle. Schaublich. Sehr schaublich. Und heute früh hat es geregnet. Das Etmal kann ich noch nicht sagen, da muss ich erstmal ganz kurz dann in mein GPS gucken. Das ist der 8. Tag. Heute haben wir den 14. Tag Nummer 8. Ich habe schön geschlafen, bin gerade aufgestanden. Max hat versucht, Frühstück zu machen. Und da mussten wir erstmal die Bodenbretter ausbauen, weil ein Eigelb da so durchs Gesicht gesogen hat. Das hat das Stäbenrohr gesogen. Das Stäbenrohr, hallo gesagt. Mhm. So, jetzt muss ich erstmal kurz aufräumen. Ja, knapp. Du bist doch schwer beschäftigt. Ja, ich muss die Kamera rein. Okay, hast du schon erledigt. Ne? Naja, halt nicht. Etmal kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, gestern waren es, das war noch mit dem Spiel, das waren 96 Meilen, glaube ich, haben wir aber geschafft. Aber wir sind heute Nacht auch wieder 7 Knoten gelaufen, ne? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwelche Strömungen sind. Manchmal läuft das nach Locket deutlich langsamer als GPS, und manchmal ist es andersrum halt. Massive Strömungen. Ich habe vorhin ins Wasser geguckt, da scheint sich die Gischt kaum zu bewegen. Und ja, aber die Navigation sagt, schön 5 Knoten lässig. Na, und mir ging es genau andersrum. Das GPS-Ding sagt irgendwie 3,5 Knoten, und dann guckst du hinten ins Kielwasser. Und das sagst du, das sind keine, niemals 3 Knoten. Das Wasser hinten rauspfeift. 12. Nee, aber irgendwie 5, 6 Knoten sind das schon. Aber irgendwie scheinen hier lokale so Strömungen zu sein. Ja, ich gebe dir mal einen Zucker. Bei der Gewitterzelle oder Regenzelle hat es auch wieder ordentlich gezogen. Also geht gut vorwärts dann. Ja. Obwohl wir ja nur im Vorsegler. Und das Etmal, das blende ich genau jetzt ein. Nicht. Ich habe gerade extra eine Pause gemacht. Okay, nochmal. Das Etmal blende ich jetzt ein. So, wer hat gewonnen? Ich würde sagen, waren 96,5 Meilen. Das weiß dann der Zukunfts-Martin. Ja, okay. Genau. Wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee, sonst geht der gar nicht los, oder? Ja. Jo, tschüss. So, reden wir kurz über das Wetter. Wir haben gerade festgestellt, dass hier ein Tiefdruckgebiet ankommt, und wir sind hier unten. Und wenn man jetzt in die Zukunft ein bisschen guckt, das sind 3 Stunden. Das zieht sozusagen nördlich an uns vorbei.
Und dann kriegt man halt Gegenwind, also Nordost. Und man sieht immer an dem Kringel, wo das Tiefdruckgebiet ist. Also in, sagen wir, 3 Stunden ist das Ding da. Hier. Und deswegen haben wir jetzt den Kurs, das ausgebaumte Segel eingeholt, das Großsegel im ersten Reff dazu gesetzt und das Vorsegel auch gerefft und fahren jetzt mit Halbwind genau nach Osten. Im Norden ist halt diese Scherkante, wo die Nordostwinde kommen, und darunter ist dieser stabile Westwind, diese stabile Westwindzone, die sich durch das hoch in den Rostbreiten hier unten bildet, und dann dreht sich der Wind sozusagen so einmal um den ganzen Atlantik rum. Zurück zu fährt man an dieser Kante, wo oben im Norden dann die Winde aus Nordost kommen, noch versucht in der Westwindzone zu bleiben. Und da kommt es halt darauf an, wie weit man nach Norden fährt. Ja, der Abend neigt sich dem Ende zu. Aber warum wir die Kursänderung gemacht haben, sieht man da. Jo, das ist das Tiefdruckgebiet, warum wir sozusagen vorher nach rechts abgebogen sind. Ja. Richtige Entscheidung gemacht. Ne? Jetzt da im Regen zu stehen, hätte ich keinen Bock. Jo, der Wind hat gerade um 90 Grad gedreht und jetzt haben wir 2. Eins hier. Das andere hier. Und die kleine Selene ist nicht drin und das ist irgendwie eine total kaprische See. Das war so interessant, das hat sich praktisch von einer Minute auf die andere ja, so entwickelt. War wirklich 2-3 Minuten. Bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Mal alles weggeräumt, Poster und so weiter und so fort. Also bei den Wellen, die hier kommen, werde ich gleich das Großsegel runterholen. Vielleicht besser. Noch ist wenig Wind, mache ich auch. Halb 4. Und es regnet. Ja, die Ausläufer haben uns erwischt. Wieder mal. Und jetzt immer mal dahin. Aber bei dem Regen habe ich jetzt keinen Bock, das Vorsegel auszubauen. Der Körper zahlt. Oh, ein bisschen Video. Noch ein Stück nach Steuerbord. Jo, es ist 5:30. Ohne ins Wasser zu fallen, nach vorne kommen. Jo, moin. 5:30, es ist endlich hell geworden etwas. Und ja, ganze Nacht Regen und umlaufende Winde. Also das Ding hat uns nie erwischt, aber halt, es ist ein ziemlicher Schwell. Und ich hatte heute Morgen, Max hat mich ja schon, da war es in 1:30 geweckt. Da habe ich erstmal einen Liter Kaffee getrunken und dann habe ich ihn kurz so gefragt, wollen wir ihn noch fix ausbauen? Und da war er schon im Bett. Na gut, da sind wir halt durch die Nacht mit schlagendem Segel, weil runternehmen wollte ich es nicht, weil Fahrt verlieren. Aber ausbauen jetzt mitten in der Nacht bei Regen alleine wollte ich halt auch nicht, weil es ein ganz schönes Gerenne ist. Und wer sich noch von der Atlantiküberquerung von der letzten erinnert, ich habe halt hier meinen Sprungraum. Ich frage mich, wie Leute das ohne Sprungraum fahren können und halt hier an dem Niederholer.
den noch unten gezogen. Am Topnant natürlich nach oben. Und an der Leine, die nach hinten geht, wird er nach hinten gezogen. Und dann ist dort vor, habe ich hier diesen Snatchblock drin. Und damit ist der Spielarm praktisch fest und ich kann das Vorsegel sozusagen auch treffen und den Spielbaum über die zwei Leinen so nach vorne ziehen und halt auch das Vorsegel im Notfall direkt mit Spielbaum fahren. Das Etmal kann ich gar nicht sagen. Es waren über 100 Meilen auf jeden Fall, also die letzten 24 Stunden. Ja, das muss man uns erst wahrscheinlich so einen Tag oder anderthalb mit so umlaufenden Winden abkämpfen. Weil dieses blöde Tiefdruckgebiet hat halt eine ganz schöne Störung reingebracht. Na gut, da kann ich wenigstens mal meine Kameralinse putzen. Es fängt schon wieder an mit Regnen, ich muss mal aufhören zu filmen. Ah, und jetzt wäre ich... Was machen wir jetzt so? Vielleicht noch einen Kaffee trinken oder so. Und dann werde ich ins Bett gehen. Werde ich den Max wecken und ins Bett gehen. Bin so müde. Ey. Gestern waren es 4 Stunden Schlaf und heute nur 3. Also insgesamt, ne, in 24 Stunden, ne, 48 Stunden, 7 Stunden Schlaf, das ist ein bisschen wenig. Deswegen werde ich heute einiges nachholen davon und ich freue mich drauf. Geht klar, bis später. Tschüss. So, jetzt sieht die Kamera auch wieder was. Und? Aber das Display kann ich auch mal sauber machen. Das ist ja, als hätte ich da einen Motorölwechsel damit gemacht. Yeah. Ist jetzt wieder fröhlich? Ja. Ja, wir haben jetzt 2 Stunden maschiniert, würde ich sagen. Von um 11 bis um 1. Und jetzt sind etwa 6 Knoten Wind und so mit halb am Wind läuft die Sirene 4,5 bis 5 Knoten. Nicht schlecht für das alte Boot, ne? Und jetzt fahren wir halt weiter Richtung Südost erstmal, weil es ist halt so ein Flautenfeld angesagt, das morgen hier drüber ziehen soll und dann müssen wir halt wieder nach Süden fahren, ne? Ja, der Generator läuft natürlich wegen Strom. Kein Wind oder kaum Wind und natürlich auch keine Sonne, kein Strom. Dafür haben wir jetzt warmes Wasser zum Duschen. Man sieht es ja immer. Natürlich vorher mit Salzwasser draußen. Bei 24 Grad geht das aber eigentlich. Und dann drehst du hier, drehst das warme Wasser auf und verbrennst dich fast. Nach 2 Stunden ist der Boiler die 30 Liter schon ordentlich warm. Guten Morgen, es ist um 3. Ja. Wie man sieht, es geht im Zickzack. Oh Gott, das schaut. Wir haben jetzt so eine Art Nordostwind, also genau aus der Richtung, wo wir hin wollen. Mm. Der dreht halt die ganze Zeit hin und her mit Regen, mehr Wind, weniger Wind. Und eigentlich können wir sich überlegen, noch mal 100 Meilen nach Süden zu fahren. Aber da steht eine Welle. Und das geht mir zu schade fürs Boot. Oder wenigstens direkt Richtung Osten, aber nicht mehr Richtung Norden halt. Also wir haben den ganzen Tag so hin und her geeiert. Heute auch mal 2 Stunden, also gestern besser gesagt 2 Stunden Maschine. Bis wieder Wind kam, da war gar kein Wind, aber Welle ohne Ende. Und jetzt regnet es auch gerade wieder. Na gut, ich habe es mir ausgesucht, ne? Mast, Feind, Signal. Ja, wie lange sind wir jetzt hier schon im Regen unterwegs? 2 Tage fast, ne? 2 Tage, ja. 2 Tage. Und wir gucken mal nach dem Wetter. Nur mal zu zeigen, wie schnell das geht. Kilobyte, 44 Kilobyte, Entschuldigung. Kaffee. Ja, wir schaffen es schön Richtung Ost zu laufen im Moment. Aber jetzt sind wir gespannt, ob wir wieder in dieses Südwindfeld kommen. Ich meine, wir haben ja Südwind, aber aus der falschen Richtung, ne? Wir haben jetzt Südost, glaube ich. Ja. Ja, Südost. Und wir laufen hoch am Wind. Und also so hoch, wie es irgendwie geht.
Und hier ist auch eine tierische Strömung irgendwie, habe ich das Gefühl. Also unser Wendewinkel, der liegt sonst wohl. Also ich würde sagen 120 Grad oder so vielleicht. Ja. Und das liegt aber nicht am Schiff oder dass man nicht segeln könnte, das liegt einfach an der Strömung und an den Wellen. 97%. Juhu! So, speichern und offline gehen. Es wird immer teurer. 5 Minuten, 5 Sekunden, nicht schlecht. Das ist das Wetter, also hier dahinter. So, dann wollen wir kurz über das Wetter reden. Wie wir hierher gekommen sind. Und zwar war anfangs die Wettervorhersage so, dass der Wind aus Südost kommt und wir so schön um dieses Hoch hier oben rumfahren können. Jetzt lade ich mal die nächste Datei. Das wäre die hier. Das ist so noch weiter, ein Stück weiter nördlich. Man sieht eigentlich schön alles mit Halbwind und dann hier oben um dieses Hochdruckgebiet in die Westwindzone. Das war der Plan. Ein Stück zurück machen. Genau. Relativ schwachwindig und alles. An die nächste Vorhersage. Das ist jetzt vom 11. Sieht auch noch alles sehr gut aus. Und diese Kante, in der wir uns befinden, ist jetzt hier. Und wenn ich mal die Entfernung messe, sind das also locker 250 Meilen. Ja. Genau. Nächste Datei. Vom 14. Da sieht das auf einmal ja so aus. Also diese Nordostkante ist jetzt nur noch, vielleicht hier, ja. Moment. So, die ist nur noch 80 Meilen entfernt und hier bilden sich halt schon die ersten Tiefdruckgebiete und überall so Mini-Tiefdruckgebiete. Und ab dann haben wir eigentlich versucht, immer nach Süden zu kommen irgendwie, aber es ging halt nicht. Und ja, also wir sind hier praktisch genau in diesen Sog schon drin. Und die Wettervorhersage von heute, die sieht halt so aus. Und da bildet sich, also, oder hat sich hinter uns so ein Tief gebildet. Also als ich die abgerufen habe, war das so etwa. Da war noch nichts zu sehen. Und dann, wenn man in die Zukunft geht, dann kommt hier langsam, bildet sich, jetzt kam auch eine Welle. Die war aber groß. Ja, und da kommt jetzt hier dieses Tiefdruckgebiet angerauscht. Und der Durchmesser ist etwa 250 Meilen und heute Nacht um 3 sind wir vom Kern etwa 125 Meilen entfernt. Und die Idee ist halt, das abzuwettern, wenn der Wind also in das Tief noch reinweht und auf der Rückseite dann, wenn der Wind auf Nordwest dreht, mit dem Nordwestwind hier unten abzulaufen, nach Süden abzulaufen, so weit wie es irgendwie geht, um hier unten in dieses Südwestwindfeld wiederzukommen und möglichst weit weg von dieser Kante. Hm. Hier sieht man es ganz gut. Also nördlich von uns weht der Wind halt mit irgendwie 27 bis 30 Knoten aus Nordost und südlich von uns mit 15 bis 20 Knoten aus Südwest. Und ja, wir müssen halt irgendwie hier mal, keine Ahnung, 100 Meilen wieder nach Süden kommen langsam. Obwohl die Azoren halt hier oben sind. Also wird der Bogen wahrscheinlich irgendwie so hier werden, um halt zu vermeiden, in dieses allumfassende Nordwestwindfeld. Nordostwindfeld, um da rauszukommen oder da gar nicht reinzukommen erst. Und das Schöne ist, jetzt war jetzt der Wind eingeschlafen. Ich kann mal kurz zeigen. Und wir sind halt so hoch, wie es geht, am Wind
Richtung Osten gelaufen und dann war der Wind weg und hier habe ich die Maschine angeschmissen kurz und dann waren auf einmal 15 bis 20 Knoten Wind aus Süd direkt. Ich weiß gar nicht, ob das in den Wetterdaten drin ist. So. Ja, stimmt nicht ganz. Also wir fahren unter Segeln im Gerade. Und es ist ja angesagt, dass wir genau gegen den Wind segeln eigentlich. Aber der Wind kommt direkt aus Süd im Moment. Wahrscheinlich irgendwas hier dazwischen. Also könnte es sein, dass die Vorhersage schon eher eintrifft als gedacht. Und wir versuchen halt jetzt gerade möglichst weit Richtung Süden zu fahren. Ja, wir haben schon gut 10, 12 Meilen geschafft, um sozusagen von dem Tiefkern noch weiter wegzukommen. Ja, so viel zum Wetter. Ja, und der Max, der macht hier Homeoffice. Denkst du, Homeoffice? Ganz das ist auch nie, was du machst. Quietsch. Ja, da unten ist ein Topf, der quietscht die ganze Zeit, aber ich bin zu faul, den wegzurollen. Ich weiß genau, wo das Quietschen herkommt. Ich glaube, ich habe doch Quietsch. Quietsch. Gut, ja, so viel dazu. Wir hatten gerade 40 Knoten. Alter, finde du, ey. Und die Gläser da, das ist Regen und Wasser, was übergegangen ist. Ich meine, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, da vorne wird es wieder heller. Ja, ja. Guter Witz, ne? Witzig. Witzig, ne? Kurzes Fazit von dem Tag. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Oder 2. Und dann ging der Wind los. 25 Knoten, 30 Knoten,
25, 30, 35, 40. Und jetzt haben wir gute 30 Knoten Wind draußen. Man hört es ein bisschen am Schiff, an dem Lärm. Und das große Ding kommt heute Nacht noch. Naja. Ich bin eigentlich tierisch müde, aber naja. Was muss, das muss, ne? Oh, ich bin so durch, ey. So, jetzt ist das Ding da, ne? Draußen steht eine tierische Welle. Wind immer so 27 bis 34 Knoten. Nonstop. Es schaukelt wie irre.
Jetzt muss ich die Linse schon wieder putzen. Ja. Ui. Ja, die war noch an. Alter. Oh Gott. Gott. Der hat damit nichts zu tun. Der hat damit nichts zu tun, ne. Guten Morgen. Das riecht ja nicht gewaltig. Ah, guten Morgen. So, haben wir das erledigt, ne? Wir haben zwar immer noch 25 Knoten Wind und also wenn man hier steht, ist es irre, wie hoch die Wellen sind. Ich würde sagen, immer noch so 5 Meter, aber extrem lang halt. Genau. Und das bringt das Boot ordentlich ins Schaukeln, wie man sieht. Mal gut festhalten. Wahnsinn. Der nächste. Ja, das Boot hat es ganz gut mitgemacht. Ich habe so meine kleinen Blessuren. Ja, als ich gestern hier übers Deck geflogen bin. Babystark hat es ausgehackt, hatte ich ja geschrieben im Blog. Windpillow ins Steuerseil gerissen. Aber das hat auch gepustet, ey. Mei, oh mei. Und lang vor allen Dingen, also ohne Pause. Aber es ist nicht so, dass man kurz Flaute und Wind ist, sondern das ist ja eine Riesenwelle. Achtung, gleich schauen wir uns wieder. Also, Achtung. Wow. Ja, passt schon. Guten Morgen, es ist kurz vor 5 am 18. Mai. Das ist Dienstag. Unser Etmal gestern war super, 148 Meilen. Und man sieht hier unsere Kurslinie. Sieht langsam lustig aus. Und ja, also der Wind hat uns halt hier runtergetrieben, als das Tiefdruckgebiet hier drüber gezogen ist. Gut. Und jetzt findet sich das Ding ein ganzes Stück östlich von uns. Und jetzt ist natürlich interessant die weitere Vorhersage. Und wenn man jetzt mal hier so reingeht, sieht man, dass der Wind gegen uns drehen wird. Und wenn man mal hier so rauszoomt, dann sieht man hier, kommt ein nächstes Tiefdruckgebiet. Weiter geht meine Vorhersage nicht, also das dreht sozusagen
uns auch entgegen und befindet sich aber etwa 500 Meilen, 500 Meilen nördlich von uns. Also doppelt so weit wie das andere. Gut, das wird natürlich eine sehr interessante Sache, jetzt hier rüber zu den Azoren zu kommen. Das sind noch 1319 Meilen im Moment. Und mal überlegen. Also erstmal wird anstehen Vorsiegelreparatur. Da habe ich das Achterlicht ist ein bisschen zerflattert. Da muss mal was gemacht werden. Und dann müssen wir mal überlegen, ob man halt weiter Richtung Süden fährt am Wind. Und wenn das Ding durchgezogen ist, sozusagen dann mit dem Wind zurückfährt. Oder was andersrum versucht. Das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Weil der Wind dreht ja rechts rum. Es wird bei dem genauso sein, dass der Wind dann sozusagen so rumdreht. Ja, dass man halt versucht anwinden, dann muss man halt kreuzen und fährt dann sozusagen so einen Schlag runter und dann so langsam auf die Kurslinie zurück. Ja, wir haben im Moment 20 Knoten Wind, 15 bis 20 Knoten. Aber hier steht halt noch eine ziemliche Welle von gestern. Na gut, so viel erstmal dazu. Tschüss. Tja. Der Martin ist an der Front und kümmert sich um die Umlenkrolle von der Rollreffanlage Vorstark. Die hat uns irgendwie heute Nacht mit in die Rollreffanlage reingewickelt, die kleine Rolle da. Ist ja nicht abgebrochen. Und naja, so mal schauen, dass wir das irgendwie in Gang gesetzt kriegen. Wir haben noch gut über 1000 Seemeilen damit zu segeln. Und so richtig verzichten wollen wir darauf noch nicht, auf das Vorsegeln. Mittlerweile geht es mit dem Wetter wieder ganz gut. Heute Nacht war es noch ziemlich, stand noch eine ziemlich große Welle vom Sturm der letzten Tage. Aber jetzt zeigt sich die See schon deutlich freundlicher und friedlicher. Man wird nicht mehr ganz so nass. Da kann man so eine Arbeit schon mal machen. Der schwierige Teil ist jetzt natürlich, dass die Treffleine vom Rollriff durch die ganzen Beschläge da durchgefädelt werden muss. Und die wieder zu montieren. Nachdem das da alles mit durchgezerrt wurde und sich verklemmt hat, hat sich der dieser Abweiser, den der Martin in der Hand hat, für die Leine mitgedreht und alles blockiert. Immerhin haben wir nur noch angenehme 15 bis 20 Knoten Wind. Wir haben mehr Segel gesetzt. Und es gibt nicht mehr so derbe Schläge auf den Rumpf bei jeder Welle. Das Boot gleitet wieder eher durchs Wasser und es fühlt sich mehr nach Segeln an als nach Kampf. Mann. Das war sogar altes Seegras. Das war übers MHD. Das scheint zu klemmen. Einigermaßen. Das scheint zu klemmen. Ja, manchmal freut man sich, wenn es klemmt. Wir haben tatsächlich Besuch. Wale. Oh, ist das schön. Hier ums Boot rumzuschwimmen. Da ist er. Schön drauf.
Ja, ich dachte, dass da schwimmt irgendeine Türe hochkant im Wasser oder so. Ja, weil so ein Brett rausguckte. Man merkt, wir sind schon lange allein auf See. Ja. Vielleicht haben wir uns das alles bloß eingebildet. Ja. So, aber der Delfin ist weg. Na gut. Naja, wenn man halt mit Max unterwegs ist, ist viel Unordnung an Bord, ne? Wie sagst du so schön, es bildet sich eine Entropie. Entropie. Ja. Das Problem ist, dass die Ersatzblöcke, die ich dachte, die ich besitze, ganz unten drin waren in der Kiste. Dafür hat es sich aber gelohnt, weil wir haben ein neues Kaffeesieb. Endlich. Also ein gebrauchtes neues. Ein gebrauchtes neues, aber es ist besser als das andere. So, guten Morgen, 19. Mai, Mittwoch. Ja, wir sind ja hier mit unserem Tiefdruckgebiet nach Süden abgelaufen und dann sind wir hier in eine Wende gefahren, weil der Wind gedreht hat. Und dann versucht halt Richtung Osten weiterzufahren. Wir haben mal kurz versucht eine Wende zu fahren, aber die Welle, die war noch so hoch. Wie man sieht, sind wir praktisch zurückgefahren, kommt man also vergessen. Sind wir weitergefahren und dann hat der Wind langsam aber sicher gedreht. Und sozusagen rechtwinklig hier davon sind jetzt die Azoren. Deswegen sind wir gestern dann eine Wende gefahren, gestern Abend, um wieder nach Norden zu kommen. Und ich habe im letzten Video das falsch gesagt, hier oben drüber ist kein Tief, sondern ein Hoch, was uns diesen Gegenwind im Moment beschert. Und für die nächsten Tage soll der Wind halt weiter Richtung Süd drehen. Und da hoffen wir, dass wir hier so eine Kurve halt Richtung Osten weiterfahren können, dass wir nicht zu weit nördlich kommen, weil dann kommt hier oben wieder ein Tiefdruckgebiet. Das wäre das hier. Hier. Und das macht halt ganz schön viel Wind, vor allen Dingen oberhalb, wenn das auf das Hochdruckgebiet stößt. Das ist ziemlich blöd, sag ich mal so. Und wenn man mal, ich habe mal gestern auch eine Großwetterlage geladen. Da sieht man halt hier oben dieses massive Hochdruckgebiet. Und das beschert uns halt eigentlich auf dem ganzen Atlantik im Moment. Ja, Ostwind. Und dagegen versuchen wir irgendwie anzukommen. Und das wird sich auch bis Sonntag nicht unbedingt bessern. Machen wir mal ein Stück vor. Jetzt kommt hier wieder so ein massives Tiefdruck an. Freitag wäre das. Es bilden sich halt in der Zone hier haufenweise solche Mini-Tiefdruckgebiete. Ja, wenn es immer so scherpelt, das ist, wenn sie den in die Welle haut. Ja, machen wir bis Sonntag vor. Ach, ist aber gut. So, und dann Sonntag soll dann endlich mal wieder irgendwie sowas wie Südwind kommen. Und hoffentlich ein ganzes Stück Richtung. Gerade wenn ich Video mache, ne? Gleich mal draußen. Zwei Tagen hier irgendwie fast nur am Wind. Das ist echt anstrengend. Ich putze erstmal die Kamera. So viel zum Thema Wetter. Anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Also ich finde es anstrengend. Tag hoch am Wind nähert sich dem Ende.
es ist anstrengend. Es ist einfach nur schaukelig und stampfig. Nervenzusammenbruchig. Oh, das ist ein. Oh Mann, ey. Ich traue mich gar nicht, die Kamera über die Spreehut zu heben, ansonsten muss ich die dann wieder komplett entsalzen. Ich mache das mal so jetzt hier. Willst du noch was zum Tag sagen? Rabbeldi. Ja, ich einfach mal genug. Guck mal, dieses Geschabbel und die Schimmel. Das brauchen wir echt nicht. Nee. Also nach den vielen Tagen, die es jetzt schon schabbelt und schüttelt, könnte es jetzt mal wieder so schön wie am Anfang sein. Ja, das hätten wir uns, glaube ich, mal verdient. Allerdings. Ja, da sieht man mal, wie weit wir hier schon nach Norden gefahren sind. Und jetzt scheint der Wind langsam zu drehen. Mal gucken, was die Nacht so bringt. Oh, Entschuldigung, ich habe mir gerade mein Steiß tierisch eingerannt. An dieser Kante da. Da kam eine Welle, da bin ich da weggerutscht und da ging die Kante. Danke, Neptun. Tschüss. Ja. Die nächste Nacht mit so einem Heidenwind. Das ist so, so anstrengend. Aber jetzt geht's ab. Jo, es ist etwa um 12 nachts. Da kriegt man keine Pause, ne? 36 Knoten Wind, Kiste. Alter, geht's ja ab. Ja, abwettern. Blöde Tiefdruckzelle gerade. Das sind Geräusche, oder? Wahnsinn. Guten Morgen. Es ist der 20. schon. Ja, du musst doch bald mal ankommen. Tag 14. Um 10:30. Aber wir sind aber schon eine Zeitzone weiter, denke ich mal. Und gestern haben wir den epischen Sturm abgewettert. Na. Das hat Spaß gemacht, oder? Mhm. Mit ungefähr so einem Stückchen Fock. Und trotzdem 4-5 Knoten Fahrt durch haushohe Wellen. Ich habe gestern mal die Windex gefilmt, dass man das mal sieht, wie geil das ist. Aber jetzt haben wir so eine Art Südwind, ne, gekriegt. Und jetzt fahren wir sogar endlich mal in die Richtung, seit Tagen, wo wir auch hin möchten. Also dem Strich hinterher, ne? Also wenn der Robin das Video sieht, immer einen Strich machen und einfach stur hinterher fahren. Kennen wir ja. Auf der Linie. Auf der Linie, ja. Und wenn die Linie zu Ende ist, dann ist man verloren. Dann biegt man halt irgendwo ab, zum Beispiel nach Polen oder so. Das ist jetzt ein Insider-Witz, ne? Witzig. Ja. Und natürlich, regnet es wieder mal. Es nieselt. Ja, aber eben hat noch die Sonne geschienen. Ja. Wir warten mit den Videos immer, bis das schlechtes Wetter ist. Das ist nur so ein Höllentrip, so einseitige Berichterstattung halt. Ne? So, mein Kapitän hat mir gesagt, dass heute ich schon wieder aufwaschen muss. Das habe ich auch vor 3 Tagen das letzte Mal schon gemacht. Das reicht ja langsam. Nee, sonst gibt es bald nichts zu essen mehr. Wir haben heute endlich mal wieder geschafft, normal zu frühstücken, also so mit was zu essen und einen Kaffee. Mal gespannt. Na gut, bis später. Tja, der Martin hat einen Köder fertig gemacht. Ja, wir haben 2 fliegende Fische letztens an Deck gehabt und die haben wir da in den Kühlschrank geschmissen und die letzten Jahre war ja so beschissene Bedingungen und jetzt hat er Max Hunger auf Fisch. Ja, ich will endlich mal einen Thunfisch in die Pfanne hauen. Und deswegen machen wir Fischhackerle.
Ja. So, guten Morgen. Freitag, der 21. Mai. Es ist, gute Frage, wie spät es ist, vielleicht um 5. Ja, und jetzt ist uns über Nacht der Wind weggepennt. Ist natürlich unendlich belastend. Ich drehe mal so rum. Ist natürlich unendlich belastend, weil es ist ja so eine Art Schachmatt-Situation. Also entweder du kannst versuchen mit der Maschine gegen die Welle zu fahren, aber hier sind gerade mehrere Wellen. Da hinten ist ein Tiefdruckgebiet. Ich habe jetzt erstmal ein Brot gebacken und werde mal den Max wecken. Und dann werde ich mich mal bei dieser Schaukelei ins Bett legen. Ich bin ganz schön müde, ich denke, man kann trotzdem einpennen. Aber da sieht man, dass halt auch kein Wind nicht so schön ist. Ne? Lass uns so schaukeln. Ui, oh wow. Oh Gott, ja. Mal gucken, was der Tag so bringt. Gegenwind ist angesagt übrigens, ne? Toll, schon wieder. Ach so, ich habe mal geguckt. Es sind noch vielleicht direkte Strecke 1050 Meilen. Also das Video geht noch eine Weile, ne? Entschuldigung. Wir haben jetzt Wind bekommen aus Nordost, Nordost, ja. Also Gegenwind, genau. Aber schön flau mit 11 Knoten. Und ich habe die Nacht ein Brot gebacken. Ein Roggen-Vollkorn-Mischbrot, was sehr lecker ist. Dann hat der Max war sehr so nett und hat den Spiegel getrocknet. Er war ja von der letzten Fahrt blitzschnass. Der wohnt jetzt in meiner Kabine. Ich hier angebunden. Nicht, dass der noch Stockflecken bekommt. Jetzt hat er Hammer. Der Narado ging gestern auch nicht. Da war zu nass geworden. Da ist irgendwie der Öldruckschalter im Eimer. Den hat er jetzt ausgepinnt. Ich rede über den Generator gerade. Erzähl mal, was war denn am Generator defekt? Das Wasser war defekt. Das Kühlwasser ging? Ja, der hatte Wasserkühlung die letzten Tage und das hat ihn irgendwie ist eben nicht so gut bekommen. Jetzt haben wir ja alles gesetzt, was wir haben und gehen hier mit Kopfgeschwindigkeit voran. Juhu. Mit 7 Knoten. Was geht's eigentlich? Sieht das die Kamera? Spiegelt immer. Jetzt. Am Ende bei 13 Knoten. Ja, ich muss mir jetzt bitte so tun, als würden wir auch segeln. Das sind die Zahnräder bei Max, die da ausrasten. Ja. So, wie beim kaputten MZ-Motor, ne? Kickstarter, übergeknubbelt. Ja. Wenn ich mich so sehe, könnte ich fast sagen, ich lasse den Bart. Sag ich doch. Ich den mal abmachen. Was war das denn? Guten Morgen, der 22. April hätte ich fast gesagt, Mai 2021. Es sind unter 1000 Meilen. Es sind genau noch 997,5 Meilen. Also sind wir gleich da. Das ist überschwänglich. Ja, die Freude ist überschwänglich. Ja, du könntest kaum aushalten. Ja, dreistellig. Naja, das ist ja eine ganz andere also Kategorie. Wir haben jetzt Wind aus Ost. Muss ich mal überlegen. Ich will mal sagen, von rechts halt nach und aus Ost halt nach. Fahren wieder mal am Wind. Toll. Aber dafür scheint die Sonne draußen. Es ist eigentlich schön, wenn der Wind nicht aus Osten kommen würde. Der Wind liegt vielleicht so bei 12 Knoten plus 5 Knoten Fahrt, sind wir bei 17 hier an Bord. Und wir hoffen, dass der nächste Tag noch ein bisschen dreht, dass wir halt direkt zu den Azoren fahren können. Jedenfalls nach Wetterbericht sieht das so aus, dass das passieren soll. Das wäre einfach super. Mal ein bisschen mit Vorwind fahren und vielleicht mal um das zerfletterte Vorsegel kümmern. Achso, das habe ich noch gar nicht gefilmt, oder?
Ja, das war halt vor ein paar Tagen, als dieser heftige Sturm war, passiert. Aber das ist nur der Sonnenschutzstreifen, den es da weggerupft hat. Ich vermute, ja, durch die viele UV-Anstrahlung, man sieht es ja auch in den Videos, dort wo Sonne war, ist das Ding praktisch weiß und der war eigentlich so dunkelblau. Man sieht es ja am Vorstag ganz gut. Ja, und dahinter in dem Sonnenschutzstreifen geht halt das Trimband lang und das hat es halt einfach auseinandergefeuert. Da entweder wir versuchen das hier auf See noch zu reparieren oder ich versuche das auf dem Azuren beim Segelmacher machen zu lassen. Ja, das ist halt, ich kann es halt nicht mehr im Achterdeck trimmen jetzt, das Segel. Ein bisschen doof. Das machen wir im Moment über den Höhlepunkt. Gut. Ai, 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 ai. Guten Morgen, 23. Mai 2021, 8:30 etwa. Bin gestern um 10 ins Bett und der Max vielleicht um 12 hat er gesagt. Und ohne Wind haben wir einfach die ganze Nacht durchgepennt. So ist es. Haben wir das Boot einfach treiben lassen. Und vielleicht 4-5 Knoten Wind. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, geht man mal eine Runde baden, aber gibt es zwei Probleme. Die Wassertemperatur liegt bei 20 Grad, das geht ja vielleicht noch, aber hier sind enorm viele von diesen portugiesischen Galeeren. Mal sehen, ob ich eine drauf kriege. Und jetzt will ich eine filmen und sehe keine. Ja, hier hat man sie mal schön drauf. Das ist jetzt ungefähr 20 Sekunden später, ne? Aber schön sehen die schon aus, ne? Ich habe erst einmal gedacht, so ein Plastereimer oder Plastebeutel irgendwie schwimmt vorbei. Ah, yeah. So, komm, jetzt aber jetzt muss ich auch mal einen Kaffee trinken. Schon die nächste, jetzt bleibt doch mal sitzen. Da vorne ist der. Ach scheiße, ach komm, da, dort vorne ist einer. Ja, zeig mal hin. Ständig das Zeug, was hier rumwabert. Da ist ja vorne ein Bug vorbei. Ja, ja. Da war gerade ein ziemlich großer Fisch. Hier ist er. Ah, eine Goldmakrele. Das ist eine Goldmakrele. Jetzt sehe ich es. Also war sehr interessiert an dem Köder, aber... Nee. Vielleicht besser so. Ein Frachtschiff, 330 Meter mal 48 Meter breit. 20 Knoten schnell. Näher ran an das Vieh. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 24. Mai. Max sagte gerade Tag 18 unserer wilden Fahrt. Es regnet wieder mal. Oder endlich mal wieder. Es sind noch... Was? 869 Meilen? Ja. 869 Meilen nur noch. Fast da. Also wir fast da, das ist ja cool. Und weiß gar nicht, wir haben das Schiff mehr oder weniger alleine fahren lassen wieder die Nacht. Ne? So ja, sporadisch kontrolliert im Selbstfahrmodus. Gestern hat auch zum allerersten Mal ein Fisch an die Angel angebissen, aber der hat leider wieder losgelassen. Das ging, der hat abgerollt, ich habe die Bremse angewürscht gehabt und das rollte ab wie verrückt. Deswegen angeln wir schon wieder. Hab ich da heute früh wieder ins Wasser geschmissen, das Ding, ja klar. Und ich weiß gar nicht, wie viel Galeeren wir mittlerweile überrollt haben. Ja, das irgendwie, der ganze Köder war voller blauen Glipper irgendwie. Willst du noch was sagen? Wegen dem blauen Glipper. Wegen dem blauen Glipper. Martin, du musst Kaffeetassen aufwaschen. Sind keine aufgewaschen, Alter. Ja, das ist, ich habe heute schon gesagt, meine Tagesaufgabe, was ich mir heute für den ganzen Tag vorgenommen habe, ist aufwaschen. Also nur aufwaschen. Und der Max will den Lümmelbeschlag schmieren. Dass die Reffhülse in den Reffhaken wieder reinflutschen kann.
genau. Lümmelverschlag ist so ein schöner Name für das Ding. So ein schönes Bauteil. Seglerlatein. Ja, vom Kurs her sieht eigentlich alles sehr, sehr gut aus. Wir ömmeln halt um unsere Kurslinie die ganze Zeit so hin und her. Das ist eigentlich der Wind, also das ist weniger, weil wir weil wir hin und her fahren, sondern weil der Wind ständig dreht. Es geht halt immer so hoch und runter, aber immer Richtung Azoren. Das ist sehr, sehr schön. Und dann soll der Wind irgendwann mal nach gegen andrehen, ne? Nee, eigentlich nicht mehr. Also ganz im Gegenteil, der Wind ist jetzt mal auf unserer Seite. Na endlich, Gott sei Dank. Ey. So viel am Wind gefahren, ist schon... Gott sei Dank haben wir das Großruder geholt. Und ich muss gleich die Linse schon wieder putzen in der Kamera, aber egal. Alles für die Doku. Das hat eben gerade gepisst, ey. Naja, machen wir das Luke zu. Und lassen das Wetter wieder sein, ne? Oder Max? Wir lassen das Wetter einfach draußen. Ja, lassen es draußen einfach. Wir können durch die Scheibe gucken. Ja, wir haben ja hier unsere Fensterchen. Für die Umweltbeobachtung. Hat schon wieder abgenommen. Wir sind immer bloß bei 25 Knoten. Sehr schön. Geht gut voran. Geht echt gut voran die letzten Tage. Immer über 100 Meilen. Man sieht es ja. Im Blog schreibe ich ja jeden Tag, was wir so erlebt haben. So ein paar Zeilen, ein paar Fotos. Gehört immer zum Video dazu. Da steht ja noch mehr Hintergrundinfos, was jetzt im Video nicht auftaucht. Ja, würde ich empfehlen, das zu lesen, wenn man Lust hat. So, ich mache mal Video Capture für Arme. Jetzt mal den Wind einschalten dazu. Ja, wir sind die ganze Zeit hier mit Vorwindkurs gefahren. Und dann soll ja der Wind drehen auf Amwind. Und wie ihr sieht, geht das über mehrere Stunden angeblich, aber er hat eben um gut, keine Ahnung, 70 Grad so von jetzt auf gleich gedreht. Und jetzt haben wir etwas zu den Wind. Also geht es jetzt erstmal am Wind weiter. Juhu, ich freue mich jetzt schon. Mal gucken, wie viele Wochen das jetzt anhält. Und das kommt von dem Hochdruckgebiet, was hier über uns sich befindet. Wo hier so langsam angewabert kommt. Wabern ist ein schönes Wort. Wabern ist die Fortbewegung. Wabern ist die Fortbewegungsdurchbergquallen, ja. Ja, und wir wollen halt hier hin. Zack. Und da sind es nur noch 710 Meilen. Dann sind wir gleich da. Und das haben wir schon alles geschafft. Die Kurslinie ist wirklich cool. Also. Ist das hier das Stimmungsbarometer von Deutschland vielleicht, oder? Hier ist die erste Krise, hier ist die zweite Krise. Aber jetzt geht es steil bergauf. Aber jetzt kommt die dritte Krise, weil wir fahren jetzt wieder Richtung Süden. Einen wunderschönen guten Morgen. 26. Mai 2021. Wir haben am Wind. Der Wind hat gedreht über Nacht. Juhu. Nee, gestern hat er schon gedreht. Und dann gestern Nacht um 1 hat er auf einmal zugenommen. Dann habe ich im strömenden Regen das Groß reingezerrt. Und dann habe ich den Max geweckt und gesagt, ich gehe ins Bett.
dann heute bis, keine Ahnung, 9:30 oder sowas, versucht irgendwie so lange wie möglich diese Scheiße auszusitzen. Aber das ging dann nicht mehr. Das ist halt belastender Kurs und es steht hier auch so eine blöde Welle und das stampft und hackt und macht. Und da haben wir jetzt das Vorsignal haben wir jetzt gemacht und immer so mit 2 bis 3 Knoten dahin. Aber dafür stampft das Boot halt nicht mehr so in die Welle ein und da müssen wir uns einfach mal 1,5 Tage oder so warten, bis der Wind wieder dreht. Ich denke mal, die Zeilen im Blogbeitrag an für den 26. Mai, die sagen eigentlich alles. Ach so, ja, wir sind halt 20 Tage unterwegs, ne? 20 Tage. Und es sind noch, jetzt ist es weg, es sind nur noch 674 Meilen. Schnäppchen, war gleich da. Daran wird sich in den nächsten Tagen auch wenig ändern. Weil wir fahren jetzt eigentlich genau senkrecht zu unserer Kurslinie nach Norden, also so Nordwesten wieder. Weil unser Wendewinkel ist irgendwie geschätzt 120 Grad. Aber wir waren halt vorher auch nicht sehr hoch am Wind. Die Welle, die ist gestern, wann ist die losgegangen? Vielleicht um 10 oder um 11, 23 Uhr. Vorher lief das Boot hoch am Wind, 1A kann man nicht meckern. Und dann mit der Welle, dann rastet man halt ständig in die Wellen ein und das kracht und ja, es ist halt schön. Ich kann immer draußen filmen. Sind gute 21 bis 25 Knoten Wind, mehr oder weniger durchweg. Und es ist ganz schön frisch, aber wir haben hier eine absolute Hochdrucklage mit 1028 Millibar. Da sieht man, dass auch ein Hoch sehr kalte Luft bringen kann, jedenfalls auf dem Atlantik. So, eben auch am Wind, mehr oder weniger. Also wir haben das Vorsignal größer gemacht und das Groß im zweiten Reff gesetzt. Und jetzt fahren wir vom Ziel weg. Wieder mal. Und jetzt werden wir erstmal was essen. Und dann werden wir eine Wende fahren und mal gucken, wie hoch wir an den Wind rankommen und Richtung Azoren zu kommen. Man kann das aber zeigen. Ja, hier unten ist die Linie, wo wir hinwollen. Und ja, man sieht den Fernwindflug hier. Ja. Wie sagt man so schön, je weiter nördlich man kommt, desto kürzer wird es, ne? Weil die Erde oben zusammengeht. Wir fahren einfach weiter in den Norden, Max. Und dann wird es kalt. Dann jammerst du wieder. Es ist ja wirklich schon kalt. Ich habe lange Hosen an, ich habe langärmlich an, ich habe sogar ein T-Shirt drunter. Und es ist, ich will nicht sagen, kalt, es ist frisch. Ungewohnt. Also für mich nach über der Karibik ist es wirklich kalt. Und der Max hat jetzt gerade mühevoll Teig geknetet und Ravioli gefalten. Und, das ist der kulinarische Höhepunkt heute. Wirklich? Sag ja, mal. Der kulinarische Höhepunkt sieht so aus. Das hast du extra noch in Dosen gepackt vorher. Ja, ich habe das extra noch abgepackt. Nee, ich habe das noch versucht ein bisschen zu retten, ein bisschen zu verfeinern, ein bisschen Sahne und Gewürzen. Mal gucken, ob dem Martin jetzt gleich kotzübel wird oder ob er es doch rein. Ich werde nur meckern. Okay, es ist was Warmes zu essen, er wird glücklich sein. Gut. Ja, okay. Bis bald. Ja, irgendwie hat man keinen Bock, irgendwas zu kochen. Also zum Frühstück gab es ein Viertelstück Käse, ne? Kein Bock war nicht der richtige Ausdruck. Kein Bock. Hat einen Seegang. Okay, dann hat man Seegang und kein Bock. Nö, ich hätte was gekocht. Warum hast du es denn nicht? Guten Morgen, guten Morgen. Der müsste 27 zu sein. Ja, das ist korrekt. Ist korrekt. Wir fahren. Max macht gerade was. Wir fahren kringeln. Er rollt gerade das Segel. Moment. Aus irgendwie Nordost, Ost, Nordost und vielleicht 3 Knoten. Und deswegen kommt jetzt da zum Einsatz unser kleiner Bombs.
wollen wir mal ein paar Meilen und eine Maschine halt direkt zu den Azoren fahren. Ja, und hören wir die Maschine an, dann muss man die Nähmaschine auspacken und mal ein bisschen was nachnehmen, Hosen und so weiter und so fort. Aufwaschen, weiter Brot backen und dann wird der Tag schon vorbei sein, denke ich. Zumindest ist es so kalt, dass sich das 21 Grad warme Wasser beim Duschen als warm anfühlt. Maschinierer ist dann noch Stunde und haben natürlich hier Nähaktion erfolgreich beendet. Aber der Stoff wird dünn geworden und da habe ich hier einen großen Flicken drauf genäht und da kann ich halt immer mal was nachnehmen. Das ist halt, ich sag mal, so eine Arbeitshose geworden. Obwohl die schon 12 Jahre alt ist. Und mit, die habe ich immer zum Segeln mit. Rot gärt nebenbei. Ist auch ganz gut, dass die Maschine läuft, da wird es ein bisschen warm. Wasserpumpe repariert, also hier zum Duschen. Geduscht haben wir. Jetzt wird noch aufgewaschen und dann mal gucken, wie lange wir die Maschine noch laufen lassen. Jetzt sind es 1 Stunde 20 Minuten. Mal ein bisschen auf die Uhr gucken nebenbei, dass man ungefähr halt einen Blick hat, wie viel Sprit man verbraucht. Dass wir wenigstens mal ein Stück weiter Richtung Ziel kommen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie weit es noch ist. Bestimmt 600 Meilen oder so. Also mit Dieselantrieb werden wir da nie schaffen anzukommen. Da wird uns auf der Hälfte der Sprit ausgehen. Ja. Dann ist es halt so. Ne? Ja, so präsentiert sich der Atlantik von seiner schönsten Seite eigentlich. Ne? Ich meine, wir fahren zwar in der Maschine, okay. Aber was ich mal kurz sagen will, vielleicht ist dem einen oder anderen jetzt so aufgefallen, denn ja, die ömmeln ja bloß dahin und seglerisch, bla bla. Aber diese Überfahrt gehört für mich zum Urlaub dazu. Also ich muss ja keine Regatta gewinnen, ich muss ja nicht so schnell wie möglich da sein. Wenn wir halt das Boot mal einen halben Tag oder einen Tag treiben lassen, dann lassen wir es halt mal einen Tag treiben. Und ich meine, wir sind ja fast da. Ne? Also, wir haben, also wenn man die direkte Strecke mal nimmt, sind es 2600 Meilen oder so. Davon haben wir 2000 geschafft. Also es sind ja nur noch 600 Meilen bis zu den Azoren. Das ist überschaubar. Also von daher, wie gesagt, lassen wir das Boot auch zum Teil über Nacht einfach treiben, um mal richtig zu pennen einfach nur. Wenn man das nicht wollte, dann müsste man halt beim, gibt es ja ARC zum Beispiel, West nach Ost gibt es ja auch, kann man da mitfahren und dann kann man dort irgendwie sein Boot zerrunzen und die Segel zerruppen. Habe ich auch schon so geschafft, ohne dass man beim ARC teilnimmt. Aber ja, wir machen das einfach so, um die Fahrt auch ein bisschen zu genießen einfach. Und in der Planung der Reise war ja eigentlich diese Überfahrt, die wir jetzt gerade machen, die lange Strecke, also die längste Strecke eigentlich von allen, ein Highlight für mich persönlich. Das war ein Hauptgrund für mich, in die Karibik zu fahren, diese Tour zu den Azoren zu machen, weil die ist interessant. Ja, man meckert zwar hin und wieder mal und manchmal ist es scheiße und manchmal ist es schief und stampft und hin und her, aber in allen, wenn man sich das jetzt so anguckt hinter mir, belohnt das halt. Ne? Und es ist ein angenehm frischer Wind, es ist keine Hitze. Na gut, Insekten gibt es keine. Man bäckt sich halt ein Brot, das ist total lecker. Macht dann eine schöne Brotzeit, trinkt früh seinen Kaffee. Und wenn das Boot halt mal eine Stunde nicht fährt, dann fährt es halt mal eine Stunde nicht. Ne? Also, ob ich jetzt einen Tag oder eine Woche später ankomme, ist mir eigentlich egal. Wir sollten nicht ausgehen an Proviant und an Sprit. Habe ich genug mit. Vorbereitung ist halt alles. Ne? So. So viel dazu. Ne? Okay, das ist nur mal so, dass man versteht den Sinn oder warum wir das mit dem Segeln so machen, wie wir es halt machen. Ne? Jo, 20 Uhr, 3 Knoten Wind. Jo, okay. Dann gute Nacht.
Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt die Nacht so dahin getrieben. Ich habe jetzt mal ganz kurz mal. Also die Sequenz war jetzt ungeschnitten mit den Galeeren. Da sieht man mal, wie viele das sind. Und jetzt ist hier halt so eine ganz spiegelglatte See. Na, fast spiegelglatt, also sehr wenig Wind. Und diese portugiesischen Galeeren, die treiben überall wie Plastikmüll rum. Wo das Auge hinschaut, sehe ich so eine Galeere funkeln. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera. Da unten ist wieder ein. Ob man das in dem Video sieht, wenn ich versuche, die Kamera möglichst still zu halten. Vorne kommt wieder eine. Verrückt. Ja, gestern Abend war der Wind halt so schwachwindig, dass diese Lehne immer abgefallen ist. Und da hätte man jetzt, keine Ahnung, jede halbe Viertelstunde hochgehen müssen und den Windpilot wieder in den Wind drücken müssen. Und dann fährt das halt ein Stück und dann fällt es wieder ab und dann schlägt es und klappert es. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, hast doch scheiß drauf, bei drei Knoten. Hau mal Säge rein, wir gehen mal pennen. Und wir sind über Nacht jetzt, wie viel wird es sein, 5 Meilen abgetrieben. Bei der Geschwindigkeit sind wir in 2 Stunden wieder dort, wo wir losgetrieben sind. Ist im Prinzip auch egal. Etmal blende ich wie immer ein. Jetzt trinken wir mal einen Kaffee, ne? Also ich bin gerade aufgestanden, habe gleich liegen gesetzt. Na Martin, was haben wir heute vor? Keinen Tank verstopft. Die Scheiße. Raus. Hat sie viel Gegendruck? Vermutlich. Kommt nichts raus. Aber da ist offen, glaube ich. Das Ventil meinst du? Das habe ich aufgemacht, ja. Das ist offen. Nee. Das ist dafür stoppt lassen wollen. Das ist schlecht. Nee, da wird nicht aufgehen. Also du schon unterricht mit Kraft dagegen, aber ja. Ich merke auch das richtig, weil ich ziehe Unterdruck gehört. Zu viel Druck drin. Es steht zu hoch im Tank, denke ich mal. Ich krieg nicht genug Druck drauf. Was ist das hier? Luftblase, okay. Ich sehe gerade keine Galeere. Warte mal, ich habe noch einen Auftrieb. Da Leo hat sich noch nicht vollgezogen. Was sind die Gewichte? Da habe ich dran. Ach so. Beeindrucken, wie tief das ist. Das glaube ich ja. Da siehst du keinen Grund. So, der zweite Versuch, diesmal mit Wasserdruck. Pumpe. Okay, weiter vorne. Hier. So, ich schalte mal ein. Schau, ich muss lieber rausziehen. Okay, guck mal. Ah, jetzt. Okay.
fährt. Jetzt ist es wieder raus. Denke ich mal, oder? Nee. Dann kommt hier Martin über dir. Das läuft über. Ach so. Ja, aber das ist prinzipiell gut. Ja. Dann soll das jetzt aber frei sein. Oder? Achtung. Ja. Oh ja, jetzt hat es geschrieben. Kommt wieder was? Liegerlehre. Ziehst du wieder raus? Ja, aber ich bin gerade in die Luft. Ja, ist gut. Jetzt kommt ein riesiges Schwall raus, aber ist immer noch. Immer noch was drin? Ja, das ist irgendwie wie so ein Batzen. Ja. Ich hat sich irgendwas akkumuliert. Ja, aber wenn das so geht, dann machen wir das so ein bisschen. Ja, ja. Also jetzt siehst du, da kommt eine kleinere links und die andere geht auf die andere Bordseite. Guckst du mal? Kommen wir da vorbei? Ja. Ach die! Ich meine nicht die ganz kleine hier eigentlich oder was auch immer das ist, sondern das da drüben. Ja, die kommt genau hierher, ne? Die da, die kommt ziemlich nah bei dir vorbei, ja. Und schwimmen ein Stück raus. Aber da ist gleich die nächste. Aber ist genau. Corpus delicti. Es ist die Galeerendichte so hoch, dass das ernsthaft eine Gefahr ist, ins Wasser zu gehen. Sicher ist sicher. Ja, sicher ist sicher. Jetzt sieht es erstmal gut aus, wenn die vorbei ist. Ich weiß halt nicht, ob die wirklich solche langen Tage haben. Ja, ich weiß es auch nicht, aber da gehen wir lieber auf Nummer sicher. Es kam so eine vorbei, direkt vor meiner Nase. Eine ganz kleine Nachwuchsgalerie. Segelschule, sag ich mal. Ich bin ganz froh, dass ich einen Leo anhabe. Ja. Aber es wäre auch ganz schön kalt, wenn mit der Zeit, die du im Wasser bist, ja, wird es ziemlich kalt. Was haben wir? 20, 21 Grad? 21 Grad, ja. Wassertemperatur? Kommt schon wieder ein. Jetzt kommt so richtig Galerie. Flut. Reihe. Ja, guck mal, Steuerbord, genau das Gleiche. Also, viel Erfolg. Machen wir aus, bitte. So, Pumpe aus. Mal gucken, ob was rauskommt. Dann hat sie den Schlauch in den Mund. Ja, das klingt gut. Es läuft länger. Oh ja. Jetzt kommt eine Wolke raus. Naja, gut, dass der Martin hier eine Festhalteleine hat. Und dann hört er gar nicht mehr auf. Ja, ich sag ja voll. Wir könnten den nochmal voll pumpen und nochmal leer machen. Ja, ja, wir können den klar spülen. Den Tank. Martin, hast du dir das heute so vorgestellt? So, ach, das Wasser ist eigentlich, das Wasser ist eigentlich wirklich angenehm frisch. Wenn die blöden Algen nicht da wären, Quallen, wäre das. Quallen, ja, wäre das echt. Ich meinte. Badetag heute. Ich meinte eigentlich eher so diese Aktion so nach dem nicht vorhandenen Frühstück. Ja, das Frühstück wird dann erstmal in einem Morgendowner. Und dann muss ich ja noch Video schneiden und Blogbeitrag schreiben. Vielleicht nennen wir das Getränk dann Shitdowner. Ja, okay, gut. Okay, wie lange es dauert? Also jetzt kommen wir richtig raus. Ja, dann läuft jetzt auch eine Weile erstmal mehr Wasser rein. Weißt du, mit der geneigte Zuschauer, da wird jetzt wahrscheinlich, das sagen, die reden schon über 10 Minuten nur über Scheiße. Ja, ich meine, man muss das genauso mit Humor nehmen wie so eine Kackflanschreparatur, weil was willst du denn machen? Du bist ja aufgeschmissen. Irgendwann muss man ja mal auf Toilette gehen und ich gehe nicht auf die Pütz, definitiv nicht. Nee, also da baue ich lieber 3 Stunden an dem Ding hier. Die Badeleiter ist auch nicht der bequemste Ort. Dass ich mich gescheit auf meinen Porzellanthron setzen kann und dann entspannt. Muss ja sein. Ich meine, es ist ja eine Notruf, ne? Mann, das ist aber... Naja, willst du vielleicht eben doch mal gucken gehen? 83 Liter passen rein. Nimm du mal die Kamera, ich geh mal hin. Ja, so kann man auch seinen Strom verbrauchen, ne? Eine Reinigungsmixtur in der Schüssel. Ja, die will ich dann in den Tank pumpen, ja. Nee, also weder riecht es streng, noch haben wir eine Flut. Die hinten auf dem Motor rutscht sich aus. Die hat sich ja vorhin schon mal in den Bugkorb gesetzt. Die ist nämlich entspannt. Die ist nicht so wie so ein Fregattvogel, der sich immer zu fein ist, auf so einem Segelboot niederzulassen. Die freut sich, Seeschweibe.
sind sie aber immerhin noch clever genug, nicht in den Windgenerator zu fliegen. Ja, jetzt schaukelt es nicht mehr so sehr, ne? Meine kleine Möwe. Seeschwalbe, Seeschwalbe. Die ist auch weit draußen, ne? Ja, ja, ich sag ja, also wenn die eine Brutstätte hat, dann müsst ihr erstmal 1200 Kilometer fliegen. Ja, das ist hier morgens 9:30 in Ozeanien. Nee. Prost. Das ist der Shitdowner, den wir gesprochen haben. Ist nur Kokos und ich bin jetzt wieder ganz, ganz sauber. Gespült überall. Sauber gespült. So gut, dass hier ist sauber. Okay. Guten Morgen, Sonntag, 29. Mai. Gut, wir laufen auf Karibikzeit, also es ist etwa 3:30 oder um 4. Aber wir sind mittlerweile, ich würde sagen, 2 Stunden minus gefahren. Also ich denke mal so GMT plus 2 sind wir hier, also sonst GMT plus 1. Es sind noch 575 Meilen zu den Azoren und wie man sieht, der geneigte Segler hat in der Anfangssequenz gesehen, wir segeln Richtung Sonne, also Richtung Osten. Ja, wir sind auf Kurs und das seit 1,5 Tagen eigentlich. Verrückt. Ich habe mir beim Schnitt festgestellt, dass wir in 2 Tagen gerade mal 50 Meilen gefahren sind, also dem Ziel näher. Aber wir sind zwar über 100 Meilen gefahren, insgesamt mit dem Boot nach GPS-Tracker, aber dem Ziel sind wir gerade mal 50 Meilen näher gekommen. Das ist halt da dieses am Wind, ne? Du fährst da hin und her und kommst dem Ziel näher. Also die Nacht sehr feucht alles, also auch das Deck ist alles nass, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und das ist halt echt schön, wenn die Sonne früh aufgeht. Das ist auch ein Unterschied zur Karibik. Dort ist es halt einfach eine Sauhitze. Immer. Und hier ist es so, dass es über Nacht schön abkühlt und man kann es schön einmummeln. Und dann, wenn man früh aufsteht, die Sonne scheint, dann macht die einen auch richtig wach. Das ist schön. Das ist echt schön. Jo. Gegen die Sonne. Nein, hier. Bitte aus dem Flugzeug. Die Kippenluft ist auch schön, dass es so schön flach und unwendig ist. Na, da ist nah. Der ist groß. Der ist noch gar nicht so nah. Da kriegen wir heute doch noch mal eine Welle ab. Ein ganz schöner Eimer. Ja. Knapp, fast. Knapp 300 Meter lang. 48 Meter breit. Ja.
ganz viele Silenes passen da rein. Ja, also da ist echt, echt nah. Verhältnismäßig schrammt er gerade an unserem Lack. Das ist eine halbe Meile, ne? Ja. Da weißt du, wie groß das Ding wirklich ist, wenn du davor stehst. Irgendwie hoch. Ja. Da ist die Sonne erstmal weg. Eine Weile. Schön interessant, so eine Flaute. Wie ruhig die See ist, wie glatt gebügelt. Und wir sind hier bis zu der Zone locker noch 500 Meilen. Ne? Das ist durch halb Europa. Okay. Naja, übermorgen soll Wind kommen. Hoffentlich. Mai. Der Tag 25. Ach Gott, 25 Tage, ja. Wir mit dem dann zusammen auf einem Boot. 25 Tage mit dem da zusammen auf einem Boot. Schwachkopf. Aber heute fahren wir mal endlich wieder. Also ja. mehr als drei Knoten, würde ich sagen. Und in die richtige Richtung. Ja, es sind zwischen 5 und 6 Knoten am Wind. Aber diesmal auf dem anderen Bug. Das ist auch nicht schlecht. Ganz was Neues. Also, was sieht dann so aus? In Herd. Gucken wir einen die Mondschnecken an. Der Kaffee dann gleich hierher. Geflogen. Und es ist eine Arschkälte. Eisig. Das ist wirklich kalt. Wasser 19 Grad. Wasser 19 Grad, ja.
genau Richtung Kurs Azoren im Moment. Oh Gott, wie soll ich das entscheiden, wenn ich so wackel, ne? Wie viel Wind ist denn das? 8-9 Knoten, ne? Weil wir fahren hier am Wind. Jetzt machen wir erstmal einen Kaffee. Woher geht denn schon ein bisschen? Und es ist 10:30. Ich habe ja die Uhr 3 Stunden vorgestellt, einfach mal so. Oh, die Nacht war hart, ey. Du oder die Nacht? Oh, was? Oh, so müde, ey. Ich mach mal einen Kaffee, gute Nacht, ey. Lieber Neptun, ich wünsche mir diesen Wind für 1-2 Tage mit Halbwind. Daumen ist da. Anstatt immer diese Amwind-Scheiße zu haben, ey. Mann, Mann. Also entweder Flaute oder Amwind. Dann lieber Flaute. Lieber Flaute. Nochmal. Statt dieses Gehacke hier, ey. Ganz ehrlich, ich krieg's halt in Krise. Eine Audienz. Martin fordert mich eben heraus, weil er gerne möchte, dass ich keinen emotionalen Ausdruck habe bezüglich der Wetterlage. Ja. Ich hab dich durchschaut. Ja, Wetter gibt's genug. 1. Juni. Der endlosen Fahrt. Mit, warte mal, wann haben wir Gegenwind gekriegt gestern? Vormittag irgendwann. Schön stabiles Nordostwindfeld. Weht gegen uns. Man hört's, hoffentlich. Wir haben uns durch die Nacht schaukeln lassen. Mit nur 15 Knoten Wind angeblich. Ja. Sarkasmus, ne? Genau, heute ist Dienstag und bis Donnerstag soll Gegenwind erstmal sein. Und dann wahrscheinlich für 5 Minuten irgendwie Rückenwind und dann wieder Gegenwind wahrscheinlich. Aber irgendwie zieht hier ein Hochdruckgebiet nach dem anderen durch und da ist sehr, sehr wenig von Nordwest- oder Westwindzone zu spüren, sondern es ist eher so eine Nordost- und Ostwindzone geworden. Ich kann mir vorstellen, wenn man auf der Passatroute gegen den Wind zu den Kapverden fahren will, das muss ungefähr so sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass der Wind irgendwann mal wieder aus der richtigen Richtung weht. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass die letzten paar hundert Meilen so anstrengend wären. Oder du? Du musst aber schon länger als 100 Meilen. Ja, seit 700 Meilen etwa. Also geschätzt in den letzten 2 Wochen. Müssen wir mal gucken in die Aufzeichnung, wann, wie oft wir da Wind hatten, der aus der richtigen Richtung weht. Wir waren auf jeden Fall mal wieder vor dem Wind. Ja. Mhm. Aber muss ich sagen, da hocke ich ja lieber noch Flaute als das hier. Ich wollte gerade sagen, zählt Flaute für dich zur richtigen Richtung? Ja. Mittlerweile ja. Weil dann kann ich die Maschine anschmeißen und direkt in die Richtung fahren, wo wir hinwollen. Ja, das stimmt schon. Am Anfang haben wir versucht, die Flautenfelder zu umfahren und im Wind zu bleiben. Mittlerweile machen wir es genau andersrum. Ja, mittlerweile fahren wir in die Flaute rein eher. Guten Morgen. Es ist mittlerweile der 2. Juni. Es ist Nacht zum 2. Gestern ist eigentlich nichts weiter passiert. Wir sind halt die ganze Zeit am Wind dahin geömmelt. Und ohne uns dem Ziel wirklich zu nähern, wirklich genau gegen Wind. Und dann sind wir gegen Abend eine Wende gefahren. Und jetzt sind es noch 334 Meilen. Wir hoffen mal, dass der Wind sich irgendwie morgen Abend oder heute Abend, besser gesagt, mal
endlich mal dreht. Haben die ganze Zeit halt im Nordost im Moment, dass wir halt mal wirklich ein Stück wieder dem Ziel näher kommen. Ja, Wind war halt immer so um die 16 Knoten, also ganz moderat. Gut, ja, gestern Abend haben wir dann noch schön saure Eier gemacht. Ganz lecker. Also, ich spüre noch nichts. Und ich werde jetzt mal den Max mal wecken, weil ich bin durch für heute. Immer mal pennen gehen, ne? Bis morgen. Oder bis heute früh. Tschüss. Schaukel, schaukel, schaukel. Das Schöne ist, wenn ich nämlich filme, dann schaukelt es nicht. Das schaukelt aber so. Im Bild. Nein. Ist immer so, wenn du filmst, schaukelt es. Ne, das was wir jetzt... Die Wolken gehen hin und her. Sind unentschlossene Wolken. 330 Meilen. 333, ja, steht da. Das stimmt. Mom. Martin, beim Frühstück. Selbstgebackenes Brot. Baguette. Dinkelbaguette. Dinkelbaguette. Und das Wechselspiel zwischen am Wind. Jetzt hat man anderthalb Tage am Wind, und Flaute, und Flaute geht weiter. Und jetzt haben wir erstmal nochmal zwei Tage Flaute vorhergesagt, etwa. Oder, ja, anderthalb. Schwachwindzone. Aber natürlich, die Welle 14 Knoten steht immer noch wunderbar da. Und das Boot schaukelt, das ist einen die Nüsse wund reibt. Da können wir heute unseren nächsten Sprit rausjackern, um irgendwie geschätzte 40 Meilen nochmal voranzukommen. Toll. Die letzten Meilen fordern uns ganz schön, Max, oder? Ja, Martin mit Migräne und ich mit Rückenschmerzen. Die Nacht war nicht so der Hit. Ich hatte nach Kopfschmerzen, das war auch erstmal ein Aspirin reingeschmissen. Und Max hat verschobene Wirbel. Ja, ich habe mich erstmal auf dem Vorderkord früh ausgeklappt. Entschuldigung, dass ich gerade esse, aber es ist ja irgendwie um 12, deswegen muss man frühstücken. Halb eins schon. Gott sei Dank, wenn der Tag vorbei ist, mach ich heute. Aber du wolltest dann erstmal Mittagsschlaf machen, hast du gesagt. Ja, ich mach dann erstmal Mittagsschlaf. Ich bin nur aufgestanden, um Kaffee zu trinken, was zu essen und will dann wieder ins Bett gehen. Ich melde mich in 5 Meilen wieder, das kann nur 2 Tage dauern oder so. So, da geht dieser wundervolle Tag zu Ende mit 0,8 Knoten Wind. Also wir hatten heute schon so eine Art Sturm, da waren es 4. Die Restentfernung, ich glaube, brauchen wir nicht drüber reden. Die ist noch genauso wie am Anfang des Tages. Na, jetzt fahren wir 0,6 Knoten. Immerhin. Bei der Geschwindigkeit rechne ich mit locker noch 2 Wochen. Für die 320 Meilen oder sowas, die noch übrig sind. Ja. Und hier steht eine Welle, die Segel, die klappern und schlagen, ey. Richtige Düne. Ganz ein paar Meter hoch. Ja. Das sieht man auf dem Video wahrscheinlich nicht. Obwohl, hinter mir sieht man es so etwa. Du müsstest sehen, ja, dass die hinter dir verschwinden. Guten Morgen, guten Morgen. Ja. Wir schaffen es, Kurs zu fahren. Also es ist irgendwie ein 5 und wir haben so 5 Knoten Wind und nachdem ich mich jetzt bestimmt eine Stunde mit meinem Autopiloten beschäftigt habe, also vor allen Dingen die PED-Regeln, weil bei den geringen Geschwindigkeiten musst du halt unglaublich viel lenken oder unglaublich viel Ruder legen, fahren wir Richtung Azoren mit 3 Knoten bei 3 Knoten Wind oder 4. Irre. Einfach irre. Immerhin. Haben wir die ganze Nacht 10 Beine geschafft. Entschuldigung. Also ich habe heute schon geschlafen. Ne? Bis 3:30. Ich filme dann nochmal den Sonnenaufgang. Guten Morgen.
Obwohl es so wenig Wind ist, kommen wir eigentlich ganz gut voran. Und was hier vor dem Azorn total interessant ist, hier schwimmt unglaublich viel Müll in der See. Also wirklich Müll, also Plaste, so kleine Plastefetzen, Flaschen, also Kunststoffflaschen. Wenn man eine Weile guckt, schwimmt hier wirklich viel von dem Zeug. Das ist vorher nicht so gewesen. Da wissen wir ja, wie die Azoren ihren Müll entsorgen, ne? So, jetzt geht's los. Und wir fahren, man sieht es schon, über 4 Knoten. Aber nur, weil wir das Vorsegel runtergeholt haben zum Reparieren und den Spiegel. Jetzt schlägt es auf der Großbahn hier. Das wär's jetzt noch. Mal gucken, ob die Nähmaschine das näht. Eine Flaute. Eine Mini-Flaute. Aha. Max hat Improvement Flash. Der Martha ihr Schuh, den sie vergessen hat. Ja, wir haben nur eine Schuhe. Nee, wieder oder wie auch immer das Ding heißt. Und 2 Schuhe. Ja, und 2 Schuhe, also übrige. Ja, dann wollen wir mal schauen. Was ist denn jetzt los? Ist der Wind weg? Nee, das ist Böcher. Welle. Oh, ich hau hier einfach mal eine Nadel. Wenn man an der Kante hängt, kann ich nicht Spaß geben. Hast du deinen Führerschein gemacht? Hast du versucht? Das hier wird wahrscheinlich nicht schaffen. So, bitte. Naja, mit genug Schwung vielleicht. Ja, da löst sich der V-Schutzstreifen auf. Und seine Bestandteile. Aber halt die Frage, ob ich den, wo einfach hier abgeplatzt ist, die Naht schon rausnimmst? Nachher. Oder und hier, wo wirklich in Fetzen ist, hier einfach einen Streifen drüber mache. Ja. Da werde ich erstmal die Fahrten rausgucken. Dann reicht auch das Tape wahrscheinlich, ne? Ja. Dass ich mir einfach so versuche, so weit wie es geht, halt wieder anzunehmen. Aber fangen wir systematisch irgendwo. Naja, ich glaube, der Martin muss jetzt ein bisschen Vorbereitung machen. Naht und dann. Was gibt's Schöneres, als hier auf Atlantik zu sitzen? Es ist Sonnenschein. Sonnenschein, das gut Schatten haben. Hier, der Supermeer hat sein Segel gesetzt. Und warte ihn nach den ersten Stiegen. Oh. Das geht eigentlich, guck mal. Ich krieg halt nicht so eine breite Zickzacknaht hin. Das haben wir uns ja schon gedacht. Und hat's mir die Nadel aus der Maschine gezogen und krumm gebogen, weil ich hier einen doppelten erwischt habe. Aber von hier hast du es gar nicht gesehen, so richtig. Ja. Wenn man jetzt rumst, dann war die Nadel raus. Steckt im Stoff. Krumm. Ja, Mist. Hast du noch Ersatznadel? Ja, ich habe auf Grenada noch extra Ersatznadel für das Ding gekauft. Nein, eigentlich. Weil auch mal wegmachen. Dass wir nicht mehr so viel mit dir. Mit unserem Lappen da im Hafen einlaufen. Aber hier, guck mal, da hat doch die Trimleine doch noch eingenäht. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Das sah so aus, als wäre es so. Ja, das war das, was ich meinte. Das Leak sieht eigentlich gut aus. Das ist wirklich nur der UV-Schutz, der seinen Dienst getan hat. Ne? Ja, na, das schneide ich hier einfach runter und mache. Oder ich nehme einfach das Segel. Soll ich dir mal das Tape geben? Ja, ich muss hier noch ein kleines Stück. Ja. 5 Knoten Wind, 4 Knoten Fahrt. Martin, der nähende Krater mit allen Armen und Beinen. Ja, der Stoff ist so zäh, da muss ich die Nähmaschine mit dem Fuß festhalten. Ansonsten kann ich kann das immer mal nicht machen. Ja, so geht das dann nicht. Zack, Nähmaschine weg. Deshalb ist mir doch falsch gewesen, oder?
Ja, die lädt auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagisch ist das jetzt. Müsste das Segeltuch sein. Also zweimal Repair-Tape von Martin beiden Seiten. Martin hat da schon Tape drüber geklebt und näht das nur fest. Ja, so sieht es dann aus. Jetzt kommt hier noch eine Naht und dann ist es hier irgendwo gerissen. Hier irgendwo an dem Streifen. Hier. Ja, man ist sieht das mal eins. Ja, mal eins. Und hier will ich auch noch eine Naht drüber machen. Also es wird noch ein bisschen. Und dann hier halt sowas hier. Das will ich alles noch ein bisschen flicken. Es wird noch eine Weile dauern. Die Billig-Singer-Nähmaschine für 150 East-Karibische Dollar, 50 Euro. Die wird dann wie so eine alte Drehbank, die hier in der Schlosserei war, total ausgelagert sein. Wahrscheinlich. Mit einem Nadelabschnitt zu so einer Art, also wenn wir uns jetzt hier verletzen, auf eine Wunde, können, eine wir mit der gemacht, ja? Können wir mit der Nadel super machen. Ja. Maschinennaht, ja? Sagst du, am Arm. Ja, das sieht doch allemal schon besser aus als vorher. Man muss jede Naht drüber. Es ist halt schwierig, irgendwie eine gerade Naht hinzubekommen, weil das Segel noch so durchstrickt. Ja, hier hängt halt noch ein bisschen Tuch dran irgendwie. Ja, das ist Quadratmeter halt, ne? Ja. Nein! Oh, das geht mir immer auf den Sack bei der Spule. Die bleibt manchmal hängen und dann springt die wirklich von der Maschine runter. Du musst mal Adapter drehen. Nee, ich habe eher Angst, dass es mal von Bord fliegt. Flupp, und dann abrollt. Na toll. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du eine Idee, wie man das irgendwie besser machen könnte. Ach so, ja. Tja, komm, ist das erste Problem gelöst? Martin hat schon das nächste? Nee. Das hat Nee, das hat unten. Mit einem alten Zahn reingezogen, oder was? Ja, doppelt gelegt. Und auch gleich abgerupft. So, ja. Strohhalm. Spunsicherung. Zack. Bei uns gibt es keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Ja, ich konnte es noch nicht ausprobieren, weil gerade der Unterfaden sich verabschiedet hat. Naja, jetzt gucken wir mal, wie lange das hält. Wir hätten davon auch noch ein paar, also falls dir das verloren geht, das systemrelevante Bauteil. Wenn der nächste Hack ist, dass du hinten den Schuh runterdrücken musst mit dem Daumen. Weil der sonst anhebt und dann zieht es die Schlaufe in den Reiß der Faden. Ist mir auch schön. Also praktisch brauchst du alle Gliedmaßen. Wahrscheinlich nur die Nase, um irgendwie die Rolle festzuhalten oder so. Na gut, das habe ich dir jetzt abgenommen. Das ist halt keine Hose, die man näht. So Martin, bist du mit deinem Werk zufrieden? Ja, durchaus. Moment. Zum Glück ist so ein Segel auch überhaupt nicht groß. Ja, das sieht jetzt ein bisschen aus wie so eine Segelmacherei. Hier liegt überall Segel, Fäden, Zeug. Ja, hier ist das Stück eingenähtes Achterlick. Das sieht voll gut aus. Da sind aber noch Fäden dran hier. Naja, die Tür. Ja. Wie lange warst du jetzt beschäftigt? 10 Minuten. Ich glaube, Martin funkt ein bisschen. Wie viel Verlust und Preis gab's? 4 Nadeln. 4 Nadeln. Und Dampf keine Leistung, ne? Nein. Räum schon den Scheiß wieder weg und dann zaubern wir das Ding mal hoch, oder? Ich denke, dann machen wir's. Schön vorm Spiel. Naja, da wird's ein bisschen klapper. Hier der Max ist tierisch am Segel trimmen. Reicht. Reicht. Ich leg das mal dahin. Du musst das nämlich anzunehmen mit dem Segel, Max. Ich hab das nämlich ordentlich aufgeklärt. Das kann der Martin nämlich überhaupt nicht. Bei dem liegen wir alle Leinen kreuz und quer auf dem Deck, ja, der in die Marine einläuft. Wir und guck mal, da hinten ist noch eine Zitrone. Nee, das sind Limetten. Oder Limette. Die sind übrigens bei uns immer braun. Ich glaube, die sind für den Neptun, oder? Nee, die sind innen noch gut. Die sind nicht verschimmelt. Die sind bloß gereift. Ich würde die... Nennst du das? Okay. Ich würde sagen, die gehen noch. Die sind noch mal gut. Hätten wir im Osten gesagt. Was soll das heißen? Hä? Das ist hier keine qualifizierte Aussage oder was? So, klappert das jetzt weniger? Ich war halt effektiv wie im Überraschungseiner. Rot gebacken,
Segel repariert und aufgewaschen. Das ist echt irre. 6 Knoten Wind und 5,1 Knoten Fahrt. Manchmal ist es auch andersrum. Der Spieler zieht. Also wir fahren Halbwind mit dem Spiel, ne? Muss man dazu etwas sagen. Tja, nicht schlecht. Hast gezeichnet. Das sind jetzt nur noch 1,5 Wochen. Martin. ETA sagt 2 Tage irgendwas. 2 Tage, na, da bin ich schon gespannt. Also wenn es so bleiben würde. Da kann ich mich endlich mal wieder rasieren. Ich müsste mal so ein Tag-für-Tag-Bild machen von meinem Bart. Weil für die, die es nicht wissen, ich rasiere mich nicht, wenn das Boot segelt. Aber glaube. Na, meine Freunde, wie geht's euch denn? Heute gibt's Delfin. Oh, das ist. Max, komm mal nach vorne, ey, das ja, ist schön. Ja. Und dann drehen wir uns und gucken nach oben, ne? Den Laden vom Buchtum. Immer wieder schön. Oh, ist das schön. Gut. Das ist schon ganz schön Oschi hier. Ja, ja. Der hat schon richtig gelernt an so einem Thunfisch. Alter, müde. Das ist gut. Das ist gut. Da hier kannst du das anfassen. Ja. 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 Hat die anderen nicht. Die waren ja hellgrau. Ja, ja. Das ist so ein Doppelhüten, ne? Als müsste so eine Flasche untertauchen. Dass die Sonne hier mitkommen, haben wir auch schon. Ja, und ich würde sagen, dass die ganze Gruppe mitkommt. Jo, jetzt gibt es da Roulade. Und jetzt werden wir uns mal hier die Nacht treiben lassen. Aber wir werden den Spieler noch runterholen, denke ich mal. Bett. Ja, ist ein bisschen dunkel. Hey. Guten Morgen. Guten Morgen. Tag 237 der wilden Fahrt. Wir haben uns entschieden, nach Westen zu fahren und von der anderen Seite auf die Atoren zu kommen. Deswegen fahren wir jetzt mit Raumwind. Ey, das ist natürlich Quatsch. Aber eine wahre Geschichte habe ich zu erzählen. Der Max hat heute früh den Spiel kontrolliert und stand vorne und musste niesen, hat in den Spiel reingeniest und da ging es ratsch und da hat es oben vom Mast die Rolle abgefeuert. Das ist vielleicht auch Quatsch gewesen, oder? Mhm. Martin hat schlecht geschlafen, oder? Eben ausnahmsweise sehr gut, deswegen ist er jetzt sehr kreativ. Nee, da stand, wann war es denn? Um 6 etwa, ne? Hast du... vorne, um 6 hat er vorne etwa oder 6:30 schachmatt gestanden mit dem Spiel in der Hand, weil da hat es die Rolle oben, den Schäkel irgendwie abgedreht. Es war nicht so, dass es irgendwie Plonk gemacht hätte und der Spiel hätte woanders gelegen, sondern es war ganz klaglos, also und heimlich. Man sieht hier, dass es wie das gewürgt und verbogen hat. Die Rolle ist seit 4 Jahren dran, hat sich nie aufgedreht, ne? Tja, und jetzt fehlt der Sicherungsdraht. Mitten auf dem Atlantik. Egal, ja, und da ist das Spiel natürlich jetzt irgendwie 3 Meter tiefer gewesen und sind vorne mit dem Unterlieg am Anker eingehängt. Ich zeig's mal hier, so sieht's aus, ne? Ja, der Unterlieg ist leider ein bisschen abgerissen. Darf ich wahrscheinlich. Ein Meter, aber es ist glatt rausgetrennt, es ist nicht zerfetzt oder so. Nochmal nähen. Ja. Aber das muss erstmal trocknen. Und es sind noch 199,9 Meilen, hab ich gerade gesehen. Unter 200? Ja. Eben gerade. Ich war eben bei 200 noch. Nein, es sind 199,9. Steht wirklich auf dem Navi da. Schön. Juh, hat es hier rausgeruppt, ne? Ich werde das hier auftrennen, ja. Und dann so einen Reparaturstreifen hier dazwischen legen. Hast du noch das, was hier für Flächendefekte war? Willst du das dann nehmen? Ja. Und das dann wieder zusammennähen. Ich denke mal, das sieht eigentlich am gescheitesten aus. Ja, glaube ich auch. Da hast du nicht so einen weißen Absatz und einen schwarzen. Ja, ein bisschen über das Schwarze muss ich halt irgendwie drüber nähen. Aber wenn ich es halt nachsetze, wird eine Falte im Segel sein. Ja. Wenn du bei dem Vorsegel hast, halt einfach drüber genäht, aber das Vorsegel ist halt auch etwas, ja, schon verschlissen. Ja. Aber der Spieler ist, ja, schade drum, weil das jetzt so hässlich macht. So wie der am Aussehen ist. Natürlich immer toll, so eine Dreifach-Zickzack-Naht mit 3 Stichen pro Zick und Zack. Ja. Da ist ja am Off-Train,
wir sind wieder aus dem Niemandsland raus. Jetzt hat unsere Karte wieder Wassertiefen. 1361 Meter tief. Nein, das geht ja ganz. Max, hä? Oh, geht ganz fazzi, oder? Schnäppchen. Achso, 177 Meilen noch. Ja, guten Morgen. 5. Juni 2021. Also morgen sind wir 30 Tage unterwegs. Oder 31, also einen Monat. Irre. Aber es sind noch 125 Meilen bis zu den Azoren. Hier drüben ömmelt schon der erste azurische Fischer rum. Auf einer Stelle, die flach ist mit 300 Metern. Ja, also wir sind jetzt langsam in einer Entfernung, wo wir mit Maschine sozusagen die Reststrecke fahren können, wenn jetzt komplette Flaute einsetzt, was wahrscheinlich passieren wird. Also es ist enorm schwachwindig, enorm umlaufend angesagt. Also ich lasse das Boot jetzt nicht nochmal treiben, wenn der Wind komplett einpennt. Jetzt fahren wir 3 Knoten noch etwa. Dann Maschine an und wird direkt dahin gefahren. So mit 4 Knoten, 1300 Umdrehungen. Perfekt. Ansonsten war es echt eine super Nacht. Ich habe so gut gepennt. Und ich bin gerade beim Video angucken. Uiuiui, das ist aber lang geworden. Wer soll sich das angucken, dieses Gesülze? Na gut, okay. Tschüss. So, ja, da sind es noch 70 Meilen, also morgen Landfall, krass. Haben jetzt noch schön Bohnensalat gemacht, schön gegessen, heute früh haben wir schön Baked Beans, also wir haben den ganzen Tag nur Bohnen gegessen. Da hat man also diese Fahrt hinter uns gebracht, Oche, einfach nur Oche. Vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, mein Segel. Da oben ist die Reparatur. Und man sieht, wie überall die Sonne durch den Streifen scheint. Aber ja. Alter, finde ich, du hast für eine Fahrt, ey. Gut, dann bis morgen. Tschüss. Ah, jetzt ja. Eine. 20 Meilen. Und seit über 4 Wochen haben wir kein Festland mehr gesehen. Da ist es zumindest wärm. Guten Morgen. Ich habe jetzt schon den ersten Kaffee getrunken. Der Martin, der schläft noch. Der hat bis um 4 Schicht gemacht. Und ich habe dann übernommen. Jetzt sind wir den Azoren schon noch mal ein kleines Stückchen näher gekommen. Festland tatsächlich noch ganz paar Seemeilen weg ist, ich glaube um die 1000 oder sowas, ist das doch schon ziemlich viel Landmasse, die wir seit einigen Wochen sehen. Boah, also in dem T-Shirt ist es ja richtig kalt.
Ist es eisig, Martin? Ja. Ja. Guten Martin, Morgen, hat sich guten Morgen, liebe Kinder. Ja, der Martin hat sich gerade überzeugen lassen, dass eine Insel doch interessanter ist als ein Bett. Ja, ich habe sogar mein Crew-T-Shirt an. Hat vor Schreck das T-Shirt eben noch auf links angehabt. Ja, das passiert mir sehr oft, ja. Jetzt ist alles in Ordnung und im ersten Kaffee hat er auch schon. 4 Wochen nackt an Bord rumgerannt hier. Oh, herrlich. Bloß immer zum Video machen was angezogen, ne? Ah, eben. Jetzt müssen wir hier ständig irgendwie, naja. Nachts war es manchmal auch ganz schön kalt und nass. Da bin ich mal gespannt, ob die fremden Menschen uns wohlgesonnen sind. Ja, ich oder ob eben, du kommst hier nicht rein, tschüss. Ich habe eben schon bemerkt, dass wir wahrscheinlich an Marterpfahl gebunden werden mit lauten Stampfen und Rufen und dann müssen wir sterben. Und wir haben gerade nochmal nachgeschaut, also... Da muss ich, warte mal kurz, muss ich mich bedanken, Uta, ja, dass du uns das damals geschenkt hast, weil... Das ist jetzt Gold wert. Hier sind die Azoren hin. Wir wollen hier hin. Martin hat sich schon ganz doll gefreut, dass es wieder Leuchtfeuer gibt in Rot und Grün. Ja, das habe ich ja seit Jahren nicht gesehen. Und hier hinten ist dann Wetter mit Wassertiefen. Und das ist sogar eine ziemlich aktuelle Karte. Die das ist schön. Ja. 2018 oder 19. Danke, Uta. Und ich habe ja eben schon mal den Berg da von Pico in die Linse gehalten. 2351 Meter sind das. Das ist nämlich schon gar nicht mal so wenig, so knapp, so wie das rausgucken tut. Da ging es die letzten Tage ja schneller als gedacht. Also das ist fast wie auch so ein leichter Hohn. Ne? In der Flaute, bei Sturm und weiß der Teufel was alles auf dem Atlantik. Und so die letzten 2-3 Tage so eine Art Rentner segeln. Wie man es vom Haff kennt halt. 32 Tage, ne? Wenn ich mich recht entsinne, sind es 33 mittlerweile schon. Gott, ey. Das ist die längste Tour auf dem Schiff, die ich je gemacht habe. Krass, oder? Viel zu reparieren auch. Naja. Da ist der die Caldera. Boot ist klar gemacht zum Anlegen. Segel sind geborgen. Fender alle wieder raus. Erstmal gucken, wie die Knoten wieder gingen. Ne? Ja. Da ist die Einfahrt. Kommt da. Häuser, mehrere. Ich bin mal gespannt. Du hast ja die Corona-Regelungen für die Aktion gelesen. Ich denke mal, das wird wie auf St. Martin sein. So, im Internet liest du totaler Horror und die hier alle. Keiner trägt eine Maske, alle total entspannt. Naja. Ich habe irgendwie das Gefühl, so wird es sein. Ich habe heute früh schon mal recherchiert, also so ein bisschen... Ich habe es extra nie gemacht. Die Azoren und Madeira sind wohl Portugals Hotspot. Mal schauen, wie hot der ist. Militär. Steht die überwachte Quarantäne. Eine Grußmisse. So. Näher werden wir dem Land nicht kommen, weil uns die Einfahrt verwehrt wurde. Also echt jetzt. Ja. Da drüben, da ist der Yachthafen. Ja, da ist er drüben. Da ist der Yachthafen, da wollen wir eigentlich hin. Aber hinter der Mole ist Quarantänebucht. Der Lärm hier mit seinem blöden Hubschrauber. Jetzt ist der Hubschrauber weg. Ja, ist egal. Ob man, wie lange man auf See war, das sind jetzt 32 Tage, ne? Ja. Ich bin geimpft, aber PCR-Test. Und, weiß nicht. Und hier hinten sind irgendwelche Affen, die machen irgendwelche komischen Geräusche, so if, af, uff. Nee, die versuchen irgendeine Art Soundcheck zu machen. So spart man auch Benzin. Ja. Dicke Mann zu dick, ne? Ja. Fürs Boot. Für das Beton. Ja, ich habe mich schon gewundert, als wir in die Bucht gefahren sind. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn dann ganz viele Boote liegen mit gelber Flagge dran. Da habe ich mir schon sowas gedacht. Ich war schon nahe dran, einfach ohne Funkgerät in die Marina reinzufahren, aber. Ja. Da wollen die also morgen irgendwann vorbeikommen, man weiß, wie lange das dauert oder wann. Und dann irgendwie einen Test machen und dann kommt drauf an, wie lange das dauert. Also ich bin in Grenada gewohnt, mindestens 6 Tage dauert die Auswertung.
Am Anfang waren es 4, dann wurden es irgendwann mal 6 Tage. Oh, jetzt geht's alles. Egal. Ich würde sagen, wir machen das Video mal zu Ende. Da habe ich jetzt ziemlich Zeit, endlich Video zu schneiden und das hochzuladen. Und das war die Überfahrt über den Atlantik. Willst du noch was sagen? Ein Resümee, Max. War lang genug. War lang genug. Und ich habe dort vorne ein Schiff gefunden, da kann ich endlich mal die Nichtfunktion meiner Kreditkarte beschweren. Bei der HSB Hamburg. Sparkasse. Peinlich. Okay, tschüss.